Dieser Podcast wird euch präsentiert von Bremen 4. Das Ding. Fritz vom RBB. Enjoy. MDR Sputnik. 103.7 Unser Ding. Und UFM. Late Line. 0800 80 5x5. Heute mit Jan Böhmermann. Absolut richtig. Hallo, mein Name ist Jan Böhmermann. Ich begrüße euch recht herzlich im jungfrischen Satireformat der ARD. Hier ist immer was los, hier ist immer Spaß, hier ist immer gute Laune. Hier am Donnerstag bei der Late Line. Und heute ist... Oh Gott. Oh, ist die Stimmung scheiße. Heute ist die Stimmung wirklich unglaublich scheiße. Noch 2 Wochen bis zur Late Line Live Tour. Ich habe absolut noch überhaupt nichts vorbereitet. Die Redaktion ist quasi nicht existent. Wir haben kein Geld. Und ich meine, das Fernsehen wird da sein. 1plus, der große, berühmte Sender 1plus, den viele von euch teilweise in den 70ern auf der Fernbedienung programmiert haben, so weit vorne ist er, wird auch übertragen und wird mit dabei sein. Und es steht noch wirklich gar nichts fest. In 2 Wochen am 22. Elften geht es los in Bremen und dann eine Woche später Frankfurt, dann eine Woche später Baden-Baden, dann eine Woche später Magdeburg und dann eine Woche später in Hannover. Die große Late-Line-Weltuntergangstournee. Und verdammt nochmal, fast sind alle Tickets weg, aber ich weiß überhaupt nicht, was wir da... Ich habe absolut keine Ahnung. Also die Stimmung ist entsprechend im Keller und ich habe außerdem heute ein Thema aufgerückt bekommen, weil ich wieder zu faul war, mir selbst ein Thema auszudenken und ich muss heute reden über gestörte Beziehungen. Gestörte Beziehungen... Ja, das Thema lautet heute gestörte Menschen in gestörten Beziehungen. Hallo liebe Late-Line-Freunde, habt ihr auch schon mal eine gestörte Beziehung gehabt? Keine Ahnung, euch mit eurer Jugendliebe lang 9 Jahre lang eine Wohnung geteilt und eigentlich die ganze Zeit euch gewünscht, da rauszukommen. Was war scheiße? Was lief schief? Gehören dazu immer wirklich 2 zu einer gestörten Beziehung? Also jemand, der scheiße ist und jemand, der es akzeptiert, oder sind beide scheiße oder akzeptieren es beide? Was ist überhaupt eine gestörte Beziehung? Wie viele gestörte Beziehungen habt ihr schon hinter euch? War die letzte lehrreich oder rutscht ihr von einer gestörten Beziehung in die andere? Seid ihr vielleicht beziehungsgestört? Oder seid ihr einfach komplett ohne Beziehung unglaublich glücklich? Das ist das Thema heute in der Late Line. Ist das nicht lebensbejahend? Ist das nicht frisch? Ist das nicht frech? Ist das nicht geckig? Ich finde auch. 0880 5x5 ist die Telefonnummer. Ich sage es nochmal ganz langsam zum Mitschreiben. 0880 5x5. Nochmal ganz langsam. 0800 80 55 555. Ihr könnt auch auf lateline.de gehen oder auf facebook.de. Ihr könnt aber auch auf YouPorn gehen, wenn ihr wollt, oder auf yahoo.com, altavista.de oder meine Oma fährt im Hühnerstall Motorrad.org. Es bringt alles überhaupt nichts. Internet hat keine Zukunft, deswegen machen wir auch Radio. 0880 5x5, ich darf euch bitten, recht herzlich anzurufen zum Thema gestörte Beziehungen. Und gleich gibt es ein paar tolle Parodien von mir. Ich habe einiges vorbereitet. Inge Meisel, Herbert Wehner, Willy Brandt. Freut euch schon drauf, euer Florian Schröder. Nach diesem Titel geht's weiter. Hallihallo, hier ist das Ernste, die neue kultige Comedy-Show in eurem ersten deutschen Radio. Ihr hört Bremen 4, UFM, Das Ding, Sputnik und Enjoy Radio. Hier ist der NDR, der Hessische Rundfunk, der Mitteldeutsche... Moment mal, der Mitteldeutsche Rundfunk? Warum heißt es denn Mitteldeutscher Rundfunk? Das müsste eigentlich Ostdeutscher Rundfunk heißen. Oder kommt rechts von Mitteldeutschland noch irgendwas? Ich glaube, das gehört mittlerweile zu Polen seit 80 Jahren, 70 Jahren. Mitteldeutsch, heißt aber Mitteldeutscher Rundfunk, ist ja witzig. Also nochmal, hier ist der Mitteldeutsche Rundfunk, der Norddeutsche Rundfunk. Hier ist Radio Bremen, Radio Bremen, Radio Bremen. Hier ist der Hessische Rundfunk und hier ist der Südwestrundfunk, Baden-Baden. Ihr hört die Late Line. Alle jungen Wellen der ARD haben sich zusammengeschaltet und gesagt, verdammt nochmal, was machen wir mit unserer Zeit? Richtig, wir machen 2 Stunden Talkradio und da hört ihr jetzt gerade rein. Wir reden 2 Stunden lang heute zum Thema gestörte Beziehungen. Ist ein scheiß Thema, aber ist mir, also was, nützt ja nichts. Was will man machen, ne? Tim, 18 Jahre alt aus Albstadt, hat schon mal angerufen über die 0880 5x5 und seine Freundin hat Hosen an. Tim? Ja, bitte. Deine Freundin hat Hosen an? Ach, hat die Hosen an? Hat die Hosen an, genau. Welche Hosen? Die Beziehungshosen. Die Beziehungshose. Das liegt es daran, dass deine Freundin eine dominante Tante ist oder weil du ein devoter Typ bist? Ich würde mal auf erstens dominante Tante tippen. Ja, ist das für dich unangenehm? Also ist das was dir zu schaffen macht? Oh,
ich sag mal nee, weil das ja eigentlich heutzutage normal ist, oder? Dass die Frau die Hosen anhat? Ja, schon. Ja, früher war das anders, da konnten wir die Bisse noch rumkommandieren, ne? Genau, das sag ich mal, das starke Geschlecht, ja. Der Mann und dann heutzutage hier klein beigeben, oder? Da wurde noch die verhornte Hand geschwungen im heimischen Schlafzimmer. Ja, genau. Wenn die alte Mann nicht gespurt hat. Heutzutage ist es andersrum. Da muss man als Mann aufpassen, dass man sich nicht eine einfängt und so. Ja, das ist richtig. Emanzipation, so weit sind wir schon gekommen. Das ist schlimm, gell? Ja. Nee, nicht schlimm, aber. Heißt das denn, dass es nur beziehungsmäßig quasi deine Freundin das letzte Sagen hat? Oder geht's da auch ganz knallhart um sexuelle Dinge? Also, keine Ahnung. Ich will jetzt da nicht ins Detail gehen. Mach du das mal lieber. Tja. Ja. Gut. Was soll ich jetzt sagen? Ja, weiß ich auch nicht. Formulier das doch nochmal anders irgendwie. Sitzt sie oben oder unten? Oder sitzt du oben? Tja, das ist natürlich die Frage. Ist hier zu heikel die Frage. Du bist auch 18 Jahre alt. Da, mit 18 Jahren, da konnte ich mit überhaupt noch gar nicht über Sex sprechen. Weil ach so. Weil ich noch damit beschäftigt war, in meiner Freizeit Lego-Technik-Bagger zusammenzubauen. Aber du hast immerhin schon eine Freundin, ne? Mit 18. Ja. Schon. Ja, aber das wechselt ja, also. Ach, du hast mehrere, also öfter mal Freundinnen? Nein, das ist nicht die Freundin, aber die Position. Ach, das wechselt. Ihr seid kreativ, ihr seid durchs Internet sexuell versaut, ihr wisst, kennt alle Stellungen. Ich kenne zum Beispiel nur Missionarstellungen. Ach klar, genau. Wirklich? Ja, weiß ich. Und Doggy, Snoop Dogg. Snoopy. Ja, auch ein cooler Typ, ja. Die Snoopy-Stellung. Einer legt sich auf dem Rücken aufs Dach und der andere versucht, auf seinem Bauch zu landen. Findest du das Thema wirklich so scheiße, dass du jetzt hier irgendwie... Boah, aber Tim, kennst du das? Kannst du das nicht, wenn du von deinem Chef eine Dienstanweisung bekommst und die scheiße, oder eine Aufgabe bekommst und die scheiße ist, dann macht man das halt lustlos. Dann macht man halt, macht man sich die Welt, wie sie einem gefällt. Ja, cool, dann machen wir doch eine To-Do-Liste einfach. Ja. Oder ist es zu abschweifend? Was meinst du, To-Do-Liste? Eine gestörte To-Do-Liste. Über Personen oder über was, über Leute, die gestört sind oder was? Oder was einfach so eine To-Do-Liste fürs Leben. Ach so, für allgemein? Ja, genau, das wollte ich schon immer mal machen. Allgemein? Okay. Ja. Also ich fange jetzt mal an, nicht so wie Fallschirmspringen oder sowas. Oder Bungee-Jumping wollen wir ja nicht, sondern sowas wie zum Beispiel eine E-Gitarre aus einem Hardrock-Café klauen. Mhm. Einfach von der Wand reißen und rausrennen. Mhm. Also sowas ist gestört halt, weil wir das Thema gestört haben. Dann würde ich sagen, einem Hardrock-Café hyper auf den Tisch scheißen. Also einen Techno-Slogan auf den Tisch scheißen. In einem Hardrock-Café. Während man die E-Gitarre klaut. Also weißt du, um es noch ein bisschen krasser zu machen. Und vielleicht, wenn man gut genug ist, kann man ja mal Wetten, dass auftreten. Okay. Ja, alles klar. Nee, einmal im Leben eine Wette bei Wetten, dass erfolgreich bestehen. Und zwar, das finde ich auch Normales. Gut. Ja, wäre cool, oder? Das finde ich cool. Vier Eier auf einen LKW stapeln. Oder, keine Ahnung, mit einem Jojo Halle Berry erschlagen. Hast du Wetten, dass geguckt am Samstag letzte Woche? Nein, Ausschnitte aber. Also geguckt, wirklich. Aber halt auch nicht, aber nicht aufgepasst, ne? Ja, dann kommt halt irgendeiner, der irgendwie mit Regenschirm so Melonen zerschlägt und denkt sich, boah, mir gehört die Welt. Und denkt mir, geil, Mann, das mache ich jetzt auch. Und mit einem Arsch eine Melone aufknacken. zwischen den Arschbacken eine Melone aufknacken. Ja, das wäre doch schon geiler gewesen, aber so ein Regenschirm. Nee, jetzt für die To-Do-Liste. Zwischen den Arschbacken eine Melone zerquetschen. Eine Wassermelone. Zerquetschen oder aufmachen? Zwischen den Arschbacken eine Melone zerquetschen. Ja, geil. Ich weiß nicht genau, wie es geht, wenn man so Elefantitis hat, wenn der Arsch so gigantisch wird. Da schwellen doch auch immer die Füße so an, oder? Ja. Geil. Dann, einmal mit einem Senioren schlafen. Mit jemandem, der weit über 60 ist. Aber man muss dabei unter 40 sein. Ja, okay. Würdest du es machen? Würdest du dich das trauen? Weiß nicht. Traust du dich das? Das schreckt mich wahrscheinlich eher ab. Ich wüsste gar nicht, wie ich das Gespräch auf sexuelle Dinge lenken sollte.
Ach so, du hast wahrscheinlich eine Vorgabe von deinem Chef gekriegt, um wieder so die Spur zurückzufinden, oder nicht? Nee. Ach so. Nee. Ich überlege gerade, also ich finde es schon interessant, ich habe in letzter Zeit öfter mal Gedanken drüber gemacht, wie das wohl wäre, mit jemandem zu schlafen, der wesentlich, wesentlich älter ist, also 30 Jahre älter als ich, über 60. Aber das ist ja so eine gigantische Altersdistanz, also so eine Entschuldigung, habe ich hier was in der Nase. Ja, ich verstehe dich, ja. Das ist so eine Lücke, also so weit auseinander, dass ich gar nicht. Bist du noch da, Tim? Klar bin ich noch da. Warum piepst denn das? Hallo? Hallo, wer ist denn da? Hallo? Hallo. Was war das denn jetzt gerade? Bei mir? Hast du das auch gehört, Tim? Nee, ich habe gar nichts gehört. Mir war alles cool. Ich habe nur diese Diskrepanz und alles Mögliche, die Distanz eigentlich. Ja, 30 ich glaube, Jahre da hat ein Rentner angerufen über den 0880 5x5, der sich anbieten wollte, mich auf eine erotische Reise mitzunehmen. Auf eine Untenrumreise ins Pettingland. Oh yeah. Wie würde man das als unter 30-Jähriger oder so um 30-Jähriger, wie würde man das hinbekommen, dass so ein zwangloses Gespräch einfach auf sexuelle Dinge zu bringen? Ich weiß nicht, ich bin kein Pickup-Artist. Bei einer 60-Jährigen? Bei einer 60-Jährigen oder was? Ja, oder einem 60-Jährigen. Oh je. Egal. Okay, das wird natürlich schwer, aber da würde ich mal so rein übers Kochen anfangen. Weil sehr gut, weil Liebe geht durch den Magen. Ja, das kann man so auch sagen, aber viele Rentner machen ja nichts anderes wie kochen. Liebe geht durch den Mastdarm. Dir macht es halt echt Spaß, gell? Ja, tut mir leid, Tim, ich bin so wahnsinnig unkonzentriert, aber es ist auch echt ganz schön spät und ich bin schon sehr, sehr müde. Müde. Okay. Ja, nee, jetzt nur kurz, also ich würde kochen. Ja. So würde ich das Thema anschneiden und dann so. Wie würdest du das machen, genau, so leicht, konkret? Komm. So leicht, leicht perverse Gedanken reinbringen, so Zweideutigkeiten. Hey, ich hab mir gerade einen Steak. Du bist aber auch ein heißes Stück Fleisch. Ja, sowas, genau. Mhm. Genau. Oder ich mache jetzt Pfeffer auf das Steak. Ja, du bist auch eine ganz schön scharfe Persönlichkeit. Hast eine scharfe Persönlichkeit. Ja, irgendwie sowas. Oder, oh, wie das Fett in der Pfanne brutzelt. Du bist auch ganz schön fett. Ja, genau, sowas. Mhm. Ja. Gut, Tim, wir haben uns gegenseitig genug gelangweilt. Geil. Aber gut, dass du angerufen hast. Dann kannst du mich noch dabei sein, wenn ich jetzt eine Verkehrsmeldung vorlese. Pass mal auf, es kommt eine Verkehrsmeldung. Geil. Pass auf, halte ich fest. Hallo, hier ist der Enjoy Verkehrsservice. Enjoy the traffic. Achtung, Fußgänger auf der A28 Bremen Richtung Oldenburg. Zwischen Hatten und Kreuz Oldenburg Ost finden sich in beiden Richtungen Personen auf der Fahrbahn. Auf der A28 Bremen Oldenburg zwischen Hatten und Kreuz Oldenburg Osnabrück befinden sich in beiden Richtungen Personen auf der Fahrbahn. Enjoy Verkehrsservice meldet, sobald die Gefahr vorüber ist. Ja, sehr professionell vorgetragen, ne? Hätte auch genauso gut der Bremen 4 Verkehrsservice sein können, weil ist zwar in Niedersachsen, aber ist auch im Sendegebiet von Bremen 4. Da muss man dann immer entscheiden, wessen Verkehrsservice es ist. Hast du gerade noch einen Lesefehler gemacht? Wieso? Das ist irgendwas mit Osnabrück oder dann Ost oder? Ja, ich habe Oldenburg Ost, aber dann habe ich Osnabrück gelesen, aber es stimmt natürlich nicht. Oldenburg Ost ist richtig. Das ist immer ganz peinlich, wenn man sich verliest in Verkehrsmeldungen. Das ist so ein ganz einfacher, kurzer Text und trotzdem verliest man sich. Das ist ein Zeichen dafür, dass man ein sehr schlechter Radiomoderator ist. Ja, oder einfach nur übermüdet oder einfach gelangweilt. Nee, oder einfach auch keinen Bock hat, Verkehrsmeldungen vorzulesen. Kann auch sein. Ich weiß auch gar nicht, warum wir das machen müssen, aber ist halt so. Okay, das ist natürlich hart. Ja, Tim. Ja, geil, gestörte Beziehung. Gut, dass wir drüber geredet haben. Wir haben auch leicht gestörte Beziehung. Merkst du auch, ne? Ja, so ein bisschen. Aber ist nicht schlimm. Nee, macht nichts. Heute Abend kann man das überstehen. Du, dann drück deine dominante Tante mal, aber nicht zu fest, weil sonst haut sie dir einen rein. Okay. Und hoff darauf, dass die Emanzipation nicht ewig wird und dass eines Tages wieder die harte, muskulöse, hornige Hand des Mannes das Zepter in der Hand hält. Ja, da werden wir noch für kämpfen. Oder vielleicht gibt es auch ein drittes Geschlecht, was dann eines Tages beide anderen Geschlechter unterjochen wird. Ich hoffe nicht. Ich hoffe sehr. Okay, das freut mich. Timmy, schön, dass du angerufen hast, du mein Lieber. Ciao, Sie. Mach's gut, ciao. Ich dich auch. 0880 5x5 ist die Telefonnummer.
Klaas, 20 aus Bremen. Moin. Moin. Marianne, alles klar? Ja, kann mich nicht beklagen. Na, Schnucki, alles gut. Was bist du denn so vertraut? Haben wir schon mal miteinander geschlafen oder was ist los? Ja, ich schlafe eigentlich mit allen Männern, die aus Bremen kommen. Das ist so mein Ding. Mit allen, viele sind das ja nicht. Doch, bestimmt schon zwei, drei. Kommst du vertraut rüber irgendwie? Du bist so eine, du hast dieser Slang, der Name, obwohl du 20 Jahre... Nee, Norddeutsch, ne? Norddeutsch. Bist du auch in Bremen geboren und richtig da aufgewachsen? Nee, auf keinen Fall. Nee, wo denn? Ich komme aus Niedersachsen. Ja, wo denn da genau? Ja, so hier, ne? So Rodenburg, kennst du bestimmt Rodenburg nicht. Rodenburg an der Wümme. Jo. Und wo da genau? Rodenburg an der Wümme. Ist das wirklich aus Rodenburg an der Wümme? Und jetzt wohnst du in Bremen, in die große Stadt gezogen. Jetzt bin ich nach Bremen gekommen, um zu studieren. Oh, was studierst du, wenn ich fragen darf? Darf man das sagen? Ich studiere eigentlich auf Taxifahren. Cool. Politikwissenschaften. Kulturwissenschaften? Nee, Politikwissenschaften. Ach so, ja, aber auch nicht so schlimm. Nicht so schlimm. Ist doch okay. Taxifahren ist ein Taxifahrer sein, ist ein edler Job und je nachdem, was man da sonst am Laufen hat in seinem Taxi, verdient man auch ganz gut Geld. Ne? Ja, ich habe gehört, Geldwaschmaschine und Nuttentransportmittel, number one, da wird viel nebenbei gemacht in deutschen Taxis. Definitiv. Mhm. Auch Organtransport und so weiter. Zum Beispiel, genau, oder eilige eben Experimente und so. Ja. Du hast eine gestörte Beziehung, ne? Ja, ich musste dieser Frau irgendwas erzählen, damit ich weiß nicht, Sergün, heißt sie, glaube ich, Sergün? Ja, weiß ich nicht genau, wie sie heißt. Sie ist eine Türkin. Ich Aysche. Ja, wahrscheinlich heißt sie Aysche, genau. Wir alle Deutschen, weißt du, die Deutschen heißen alle Hans und die Frauen heißen alle Marion und wir essen den Kartoffeln und die Türken heißen alle Mehmet und Aysche und essen den ganzen Tag Knoblauch. Richtig, das ist glaube ich wirklich so. Habe ich bei Wikipedia gelesen. Ja, genau, habe ich auch bei Wikipedia gelesen und Deutsche sind auch... Auf Spiegel Online stand das, glaube ich, auch mal. Auf Spiegel Online, genau. Das ist auch eine sehr seriöse Seite, Spiegel Online. Das ist mehr als seriös. Oh. Fast so seriös wie neuesdeutschland.de. Was ist denn Neues Deutschland? Nazi oder... Ich weiß immer nicht. Ist es die Nazi-Seite? Nee, die Nazis sind, glaube ich, irgendwie... Das sind links, glaube ich, ja. Egal. Die Nazis sind, glaube ich, irgendwie so freies Deutschland. Ach so. Ach so. Welche großen Begriffe des Nationalsozialismus? Freiheit. Freiheit, großes Deutschland. Großes Deutschland, kaputtes Deutschland, ist auch ein großer Begriff des Nationalsozialismus. kaputtes Deutschland. Definitiv. Ja, Nazis sind scheiße, ne? Kann man schon so sagen. Ja, auf jeden Fall. Muss man, glaube ich, 2 bis 3 Mal pro Sendung erwähnen. Ja, ich meine, also weißt du, sie tun mir so ein bisschen leid, weil sie es selbst halt nicht schnallen. Ich weiß nicht, ob die schneiden das, aber bei manchen habe ich die Befürchtung, dass sie das nur aus Provokation machen. Das sind auch keine echten, doch, das sind auch echte Nazis, aber das geschenkt. Aber es gibt ja, ich meine, es gibt ja auch Leute, die quasi wissen, dass wir den letzten Weltkrieg ganz schön mit Pauken und Trompeten verloren haben und dass wir, dass auch keine gute Idee ist. Hatte doch niemand Schuld von uns. Bitte? Oder nicht? Hatte doch niemand Schuld von uns. Ich dachte, das waren alles die anderen. Sagen die Nazis, ne? Ja. Die Belgier haben uns angegriffen. Und diese fiesen Dänen. Und ich glaube, die Eskimos auch. Und die Eskimos haben uns angegriffen, ja. Furchtbar. Die heißen ihre Inuit, ne? Richtig. Die heißen Inuits, muss man heißen, Inuits darf, also das ist, glaube ich, muss man, glaube ich, das darf man nicht sagen, das heißt irgendwas Böses, so wie Kotfresser oder so heißt das, glaube ich. Nee, das ist Koprophagiker, heißt Kotfressen. Ah, okay. Koprophagie. Tut mir leid. Das ist, wenn man übrigens, das ist auch eine Störung, womit wir beim Thema gestörte Beziehung werden. Hast du denn wirklich eine gestörte Beziehung oder was ist einfach nur so eine Lüge? So will ich das nicht sagen. Ich habe natürlich eine gestörte Beziehung zur Telekom, wie jeder von uns auch, oder? Ach so, zur Telekom, ja, Internet. Natürlich. Ja. Wieso, was hast du für einen Tarif? Call wir haben uns jetzt, wir haben uns jetzt in der WG, haben wir uns Entertain geholt, Liga Total, also das Feinste vom Feinsten. Ja. Aber dann stellt man so im Nachhinein fest, wir hätten eigentlich noch 12 Monate kostenlos die HD-Sender dazu bekommen müssen. Und dann musst du dir ja noch für jedes Zimmer da so einen Receiver mieten für 3,95 im Monat. Oh. Und du als Student, da hat man nicht so viel Geld. Ja, das stimmt. Da kann man nicht mal eben, wir zahlen jetzt 65 Euro im Monat für Internet. Lecko mio, 65 Euro. Ja, aber dann haben wir hier Knaller Internet, du. Ah. Da kannst du YouPorn-Videos innerhalb von 2 Sekunden aufs iPad runterladen. Genau. Die Videos laufen viel schneller als normal. Genau, die laufen nicht nur schneller, sondern die laufen auch noch schöner. Ja, mit schöneren Menschen. Titten größer und Schwänze kleiner. Noch größer. Ja. Schwänze kleiner, Titten größer. Alles klar, Klaas. Also Titten und Schwänze schon gesagt. Einmal Werbung für die Entertain gemacht. Ich glaube, und wir haben noch kurz über Nazis gesprochen. Ja, wir wollen unbedingt zu deiner Live-Show kommen. Und wir brauchen Karten.
Oh, deswegen, also nicht, ich will ja nicht sagen, dass das die eigentliche Motivation ist, aber... Oh Gott, das wäre natürlich furchtbar. Da würde ich mich ganz schön reduziert fühlen auf eben, ne? Mich und meinen Körper. Weil ich werde ja, das ist jetzt ist ja relativ sicher, ich werde wahrscheinlich 5 Wochen lang nackt auf der Bühne sitzen, weil wir haben kein Geld und wir müssen irgendwas machen, was inhaltlich ein bisschen zieht. Und wenn der Moderator sich quasi komplett nackig auf die Bühne setzt, dann ist das schon mal eine halbe Stunde lang Gesprächsthema. Weißt du? Das ist auf jeden Fall eine gute Idee, du. Einfacher und günstiger, als sich Autoren zu organisieren. Wir haben keine Kohle. Wir haben absolut keine Kohle. Ja, wenn du kommen möchtest, gerne. Ich kann dir nur sagen, es wird unglaublich langweilig. Langweilig und scheiße. Alle sind besoffen und so. Wir bringen den Alkohol mit, du. Mhm. Oder kriegen wir den da umsonst? Ah, ihr habt ja kein Geld, ne? Nee, wir haben kein Geld. Also man kann den da kaufen. Eine Dose Bier kostet 18 Euro. Okay. Ja, ist so. Sind keine studentenfreundlichen Preise. Aber mit dem Geld wird Radio Bremen gerettet. Ja. Weil, wie du vielleicht weißt, muss Radio Bremen leider im nächsten Jahr im Meer versenkt werden. Muss leider, geht unter. Ihr wird nach Bremerhaven geschippt. Genau, quasi. Genau. Ja, wie viele Leute seid ihr denn? Wir sind 5. Oh, das geht aber nicht. Wir haben nur noch 5 Karten für Bremen, wirklich. Wenn du jetzt 5 Karten nimmst für Bremen, dann kann niemand mehr für Bremen Karten gewinnen in der Late Line. Wenn ich jetzt, das ist mir egal, sage, dann denke ich mich den asozial, ne? Nee, du kannst sagen, es ist dir egal, aber mit dem schlechten Gewissen, dass du jetzt quasi die letzten 5 Karten für Bremen ergaunerst, musst du dann leben. Ja, das ist. Und wenn ist dann kein zum Problem. Beispiel, wenn du dann 5 Karten hast und dann nur 4 Leute kommen und dann eine. Nee, zur Not sammeln wir einen Obdachlosen aus der Straßenbahn ein. Klaus Bärbel, vielleicht, vom Bahnhof. Ja, der sitzt vielleicht vom Hauptbahnhof, genau. Wie immer. Dass es den immer noch gibt, ne? Den gibt es schon seit ich denken kann, gibt es Klaus Bärbel in Bremen. Der hat viel erlebt. Ja, glaube ich auch. Gut, dann bleib mal bitte dran. Oder ich frage mal ganz kurz, wie machen wir das jetzt? Rufen wir den Klaas zurück oder soll er dranbleiben? Genau, wir rufen zurück. Klaas, dann leg jetzt bitte auf, wir rufen zurück. Und somit hast du jetzt gerade die fünf letzten Karten für Bremen ergaunert. Und jetzt könnt ihr nur noch Karten für Bremen gewinnen im Tagesprogramm von Bremen 4. Bremen 4 ist ein cooler Sender aus Bremen, ne? Hipper Sender, muss ich sagen. Ist es ein hipper Sender? Ich glaube, es ist ziemlich hip und fresh. Ist der so hip wie FFN oder Antenne? Bisschen hipper schon noch. Noch hipper. Noch hipper? Ja. Also wenn die jetzt noch Günther den Treckerfahrer hätten, dann wären die hipsten von allen. Wer ist denn Günther der Treckerfahrer? Das ist hier so FFN-Gedöns. Ach du Jemine. Naja gut. Klaas. Schön, dass du angerufen hast. Ja, war nett mit dir zu sprechen. Ach so, warte mal. Es gibt gute Nachrichten. Es gibt gute Nachrichten. Ja? Es gibt für Bremen noch 5 Gewinner, also 5 mal plus 1. Wenn du jetzt 5 Karten haben möchtest, dann sind also noch 5 über. Also wir haben quasi insgesamt 10 Personen gehabt. Ja, dann habe ich ja noch nicht mal ein schlechtes Gewissen. Dann hast du quasi jetzt 5 Karten ergaunert. Du kriegst 5 Karten insgesamt. 5 Karten. Das ist trotzdem ganz schön viel, aber so ist es, ne? Für die ganze WG. Wo ist die WG, wenn ich fragen darf? In welchem Stadtteil? In Neustadt. Etwas genauer? Ende der Neustadt, Richtung Aachen. Ende der Neustadt Richtung Aachen. Willst du eine Straße ran, oder was? Ja, wenn die lang genug ist, dann ja. Nee, die ist nicht so lange. Ich sag mal, hier hat es Rotlicht-Etablissements gegeben in der Nähe. Eieieiei. Weil alle Leute jetzt bei Google nicht vorbeikommen. Nee, ach Quatsch. Gut, mein lieber Klaas, dann kriegst du jetzt 5 Karten für dich und deine WG-Mitbewohner. Und dann sehen wir uns in 2 Wochen, am 22. November in Bremen. Jo. Ich freue mich schon so sehr auf euch. Ich weiß, ich merke es gerade schon. Tschüss. Tschüss. Wir rufen zurück. Ciao. 0880, 5x5 ist die Telefonnummer. Es geht eigentlich, Leute, jetzt mal ganz im Ernst. Wir müssen uns mal ein bisschen zusammenreißen. Es geht um gestörte Beziehungen heute. Da können wir jetzt nicht immer nur wegen Karten und so an. Das ist blöd, wenn ihr jetzt wegen Karten anruft nur die ganze Zeit. Das ist nervt. Das nervt dann. Bitte ruft auch wegen des Themas an, damit wir uns hier unterhalten können. 0880, 5x5 ist die Telefonnummer. Der Liedlein Nico 23 ist in der Leitung. Guten Abend, Moin. Hi, na, wie geht's? Ja, ganz gut. Wo kommst du denn her, Nico? Aus Bremen. Auch aus Bremen, warum, wieso? Genau, weil ich die Stadt schön finde. Achso, was machst du da? Wohnen und arbeiten. Was arbeitest du? Ich arbeite auch in einer Werkstatt. In einer Autowerkstatt? Also, ja, Autowerkstatt, ganz allgemein, genau. Ah ja, cool. Das nicht gar nicht da. Okay. Jo. Es geht heute um gestörte Beziehungen.
Erzähl genau. mal von deiner gestörten Beziehung. Ja, ich habe zum Glück Glück, also ich habe Glück, dass meine Freundin jetzt zum Glück nicht zuhört, sage ich mal, weil sie hält so vom Radio hören und das zum Glück gar nichts und ist da immer auch teilnervig, wenn ich beim Autofahren oder zu Hause Radio anmache, deswegen kann ich da jetzt ganz beruhigt mit ihr drüber sprechen. Meine Freundin hat einen ganz ausgeprägten ist ein Kontrollfreak. Ja. Wie macht sie das bemerkbar? Also jetzt heute ist sie zum Beispiel, die arbeitet im Krankenhaus und ist Nachtschwester und ruft mich alle Viertelstunde oder per SMS ruft sie an, fragt, ob ich halt sie denke, was ich gerade mache. Und das ist nicht nur wirklich nervig, sondern das geht auch teilweise dann so, wenn ich jetzt mich mit anderen Freundinnen treffen, wenn sie die nicht 100% kennt und wenn die nicht auch vergeben sind, das erlaubt sie entweder nicht oder sie dabei sein. Mhm. So, da ist immer Diskussion und also das ist wirklich schrecklich, kann ich dir sagen, die Sache. Natürlich, wenn man jetzt so denkt, warum macht man nicht mit ihr Schluss? Ja, das blöde Thema, wenn man natürlich, dafür mag man sie noch oder liebt man sie noch zu doll. Wie lange seid ihr denn schon zusammen, wenn ich fragen darf? Wir sind jetzt knapp 4,5 Jahre zusammen. Eieiei, also dann doch schon ganz schön lange. Ist sie denn immer schon so, oder? Oder hat sie das erst entwickelt? Ich würde mal sagen, am Anfang, als ich sie kennengelernt hatte, hat mein Freund gesagt, die hat einen an der Waffel. Mhm. Da habe ich gesagt, gut, würde ich jetzt noch nicht so sagen. Das hat sich in den ersten Jahren noch nicht so bemerkbar gemacht. Ja. Aber dann so nach, ich weiß auch nicht, so nach dem zweiten Jahr so zum Jahrestag, also zum zweijährigen Jahrestag, dann wird das immer schlimmer. Sie wollte dann auch immer wissen, genau wo ich bin. Dann hatte sie immer die Vermutung, dass ich fremdgehe, während ich auf der Arbeit bin. Gibt es denn da Anlass für oder gab es mal irgendwelche Gründe, dass sie sich Sorgen machen muss? Also ich bin so gesehen also eigentlich immer sehr treu und bin auch nie auf die Gedanken gekommen, nur fremd zu gehen. Ich mache auch, wenn sie jetzt dabei ist, mache ich auch keine blöden, abfälligen Bemerkungen über irgendwelche Frauen. Deswegen so, ach, guck dir mal den Hintern an und sowas, dass sie da auch noch extra so zum Anstarren, ich weiß nicht, wo das herkam, ob das so war und selbst ihre Schwester sagt auch so, nee, irgendwie früher war das noch nicht so und das kann sie sich nicht ganz erklären, aber es ist echt, ja, schlimm. Oh, das vibriert gerade an meinem Ohr, sie hat mir gerade wieder ein SMS geschrieben. Ja, und ja. Und was ist, wenn du darauf jetzt nicht antwortest, dann gibt es Ärger. Ja, sie sagt immer, wenn manchmal kommt dann immer so, wenn ich dann jetzt, weiß ich auch nicht, gerade im Fernsehen gucken will, letztes Mal auch, da war ich im Stadion und da hat sie mir auch für eine Stunde geschrieben und war ich total sauer, hab ihr geschrieben, jetzt nervt mich mal nicht, ich gucke Fußball. Mhm. Und dann, ja, hat sie den ganzen Abend nicht mehr mit mir gesprochen, war sie natürlich dann beleidigt. Oh Gott. Aber ich habe ihr jetzt schon gesagt, es ist abends und ich will noch ein bisschen Ruhe Radio hören und danach ins Bett gehen und so, wenn ich jetzt so lieber arbeiten, statt mich dauernd jetzt anzurufen und SMS zu schreiben und ja. Es nervt. Es ist ein bisschen nervig, sag ich mal. So, das ist so, wenn man jetzt sagt, so was nervt an einer Freundin, das ist, also sonst hat sie nichts, ne? So, aber das ist echt, so dieser Kontrollfahren, das ist echt pervers, brutal, sag ich mal. Hast du denn, also gibt es denn wenigstens genug schöne Sachen, die das wieder wettmachen? Also, oder ist es ja, wirklich das so bestimmend, dass du da auch dran denkst, wenn es mal ein bisschen schöner ist? Deswegen ist, glaube ich, immer noch die Beziehung so im Stand, weil natürlich die positive Sachen positiven Sachen noch etwas überwiegen. Ja, also nicht nur etwas, sondern nein, es überwiegt noch, sag ich mal. Ja, ich meine, du rufst ja schon beim Radio an, ne? Das ist ja immerhin schon mal, ich sag mal, ein Zeichen dafür, dass das beschäftigt. Ja, ich dachte heute das Thema, ich hatte die letzten beiden Tage waren die Themen nicht so pralle, hatte ich, also nicht jetzt so zum Hören und heute dachte ich, na, rufst du mal an, das passt doch mal und ja. Ich habe Donnerstag auch noch nie angerufen, deswegen. Wie sieht's im Bett aus? Das läuft alles okay? Das ist zum Beispiel eine Sache, deswegen überwiegt es noch. Also, okay, also die hatte ich quasi bei den Eiern, sag ich mal so, ne? Ja, so kann man sagen, ne? Also weiß schon, wie man schaukeln muss, sag ich mal. Ach du Jemini, das ist ja furchtbar. Ja, aber dann bist nicht nur das, also sie kann auch super kochen, sie ist immer... Sie ist sehr rein, sie kann super kochen. Das hört sich jetzt, und ich hoffe, sie hört echt nicht zu, das ist ja natürlich peinlich. Also nicht nur kochen, sondern sie ist auch, sag ich mal so, sie kümmert sich sehr um einen und sag ich mal so, wenn dieser Kontroll, dieses dann kümmern, nicht so extrem wäre mit diesem dann auch nachforschen und sowas, dann wäre es eigentlich perfekt, sag ich mal. Na, aber ja, sie ist eine kleine, eifersüchtige Kontrolltante, also sie hat dich halt immer, wenn du denkst, ich kann nicht mehr, dann packt sie dich halt am Pimmel, sag ich mal so. Und alles ist wieder gut. Ja, das stimmt. Ja. Ja, so ist es halt, ne? Na, scheiße, die haben natürlich dann ein bisschen mehr Macht in der Hinsicht. Ja, leider ja, beziehungsweise je nachdem. Na, mal gucken. Ich bin mal gespannt, wie das so weitergeht. Halt es mal auf dem Laufenden, das finde ich sehr interessant, aber das ist auf jeden Fall, ich meine, interessant, dass du überhaupt anrufst zum Thema gestörte Beziehungen. Dann hast du ja zumindest ein kleines Problembewusstsein.
Mich würde ja mal interessieren, wie sie das so sieht, aber sie ist wahrscheinlich gerade, naja. Ja, deswegen, sie hat ja so eine Abneigung gegen das öffentliche Fernsehen, die guckt nur ihre speziellen Sachen im Internet, wo sie diese freien Reporter, irgendwas, die nicht von der Regierung korrumpiert ist und irgendwas, keine Ahnung, also das ist ein bisschen, ja. Ich glaube, deswegen würde ich, habe sie mal auch mal an einem Tag, da habe ich gesagt, so ruf doch mal da an, weil es irgendwas wegen Krankheiten, irgendwas bei der Late Line gegen irgendwas, ich weiß nicht, irgendwas Witziges, da habe ich gesagt, ruf doch noch mal an. Und was Witziges mit Krankheiten? Nee, irgendwas, nein, nicht wie den Krankheiten, sondern irgendwas, was war denn das? Krebs. Nee, irgendwas, was, genau, das war, ich glaube, das war sogar gestern, was euer größter Erfolg war und eure größte Niederlage. Ja, das war gestern? Das war gestern, doch bei Caro. Ist mit dem, was euer größter Sieg ist sowas oder was eure größte Niederlage. Okay. Und da hatte ich gesagt, ruf doch mal an, weil sie ist echt so als Krankenschwester eigentlich super. Die weiß, also es gibt nichts, was ich nicht fragen kann, ne, was sie nicht alles weiß und was sie schon alles gemacht hat und die ist echt so mal schon auf dem Level, sag ich mal, wie ein Arzt. Und naja, da habe ich gesagt, ruf doch mal an und erzähl doch mal einen Schwank aus deinem Leben da, ja. Der Arbeit. Ja. Ja, naja. Ja. 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 Nächstes Mal. Mein lieber du, Nico, ich drücke dir alle Daumen, dass sich dieser ewige Kreislauf eines Tages vielleicht mal durchbricht oder es zumindest mit der Eifersucht ein bisschen weniger wird. Ich hoffe es auch. Ansonsten kann das nämlich ganz schön anstrengend werden. Das stimmt. Also, naja, aber ich will mich da nicht einmischen. Mach das mal, wie du denkst. Cool. Aber hab mal im Hinterkopf, hab das mal im Hinterkopf mit dem... Mit diesem Rhythmus. Also genervt sein und wenn du richtig genervt bist, dann gibt es guten Sex. Und dann ist wieder 8 Tage lang genervt sein und dann gibt es wieder guten Sex. Ja, muss so sein. Ja. Aber alle 8 Tage ist auch ein bisschen, ja. Egal, Nico. Ja, okay. Ciao, dein Jürgen Domian. Jo. Tschüss. Schönen Abend noch. Tschüss, ciao. Nico. Ciao. Gruß nach Bremen. 0880 5x5 ist die Telefonnummer der Late Line. Heute geht es ums Thema gestörte Beziehungen. Mein Name ist egal. Und ihr solltet anrufen oder ich gehe jetzt mal ins Internet, da haben wir nämlich eine Facebook-Seite auf facebook.de/, ich glaube, Lateline, ich weiß aber auch nicht, mal gucken. Lateline, die Lateline-Seite. Müsst ihr einfach Lateline eingeben im Suchfenster von Facebook, dann findet ihr das schon. Lateline. Ja, na, dauert ein bisschen. Da ist wahrscheinlich gerade Hochbetrieb. Klappt nicht. Ja, Facebook klappt gerade nicht bei mir hier. Dann gucke ich mal bei Twitter rein. Bei Twitter wird sicherlich auch eine Menge los sein. Ja, da sagt einer Comedy-Krebs. Telekom ist super. Na, das fängt ja gut an. Und Liebe geht durch den Mastdarm. Das ist also gut, dass wir das Internet haben. Ansonsten hätten wir dieses Feedback niemals bekommen. Einfach nochmal die coolsten Sätze der letzten halben Stunde nochmal einfach wiederholt. Das finde ich aber sehr gut. Vielen Dank Twitter dafür. So, jetzt schau ich nochmal bei Facebook, ob das jetzt irgendwie funktioniert hier. Es ist so kompliziert, dieses Internet. Ich steige da gar nicht durch diese ganzen blinkenden Fenster. Dennis, weißt du, wie das Internet funktioniert? Ja. Wie denn? Oben www. Punkt. Warte, dann gibt's www. Da, Punkt. Ja, Punkt. Dann gibst du da irgendwas ein, was du interessant findest, zum Beispiel post.de. Post.de. Bin ich auf der Seite von der Post, das finde ich aber überhaupt nicht interessant. Ja, dann nimmst du, keine Ahnung, beateuse.de. Beate Use, wie schreibt sich das? Beate Use. Ja, so oder so ähnlich. Da fragt mich jetzt das Internet, ob ich mich vertippt habe. Dann gib das mal bei Google ein, Google. Ja, das habe ich. Ja, und da gib das mal ein, weil der korrigiert das dann, wenn du das nicht richtig geschrieben hast. Beate Use. Da ist es. Beate Use Köstlin, die ist geboren in Wagenau bei Kranz in Ostpreußen. Ostpreußen gehört ja heute zur Hälfte zu Polen und zur anderen Hälfte zu Russland, ne? Ostpreußen. Ja, siehste, bist du schon schlauer geworden, oder? Ja, hast du Verwandte, die vertrieben worden sind aus deutschen Ostgebieten früher, nach dem Krieg? Zufällig nicht. Nicht, dass ich wüsste. Hast du dich da mal mit beschäftigt? Nee, ne? Das ist zu lange her irgendwie, oder? Ja, natürlich ist es lange her. Hast du dich damit beschäftigt? Nee, ist eigentlich auch egal.
Aber ich wollte einfach mal irgendwie so ein entspanntes Gespräch anfangen, mal ein bisschen was anderes, mal ein bisschen den Leuten mal ein bisschen was bieten. Ja, super Thema, Mensch. Ja. Ja. Mensch, Dennis, wie geht's dir? Du bist 23 Jahre alt, wo kommst du her? Aus Bösel? Aus Bösel, kennst du das? Nee. Landkreis Kloppenburg. Landkreis Kloppenburg, ich bin da öfter mal gewesen früher, aber nur Museumsdorf Kloppenburg. Ja, das ist auch hässlich. Wieso ist auch hässlich? Das ist wunderschön. Nee, es geht so. Also wenn man aus der Ecke kommt, muss man da in jedem Schuljahr dreimal hinfahren und kennt ungefähr jede Bambushütte. Und selbst wenn man nicht aus der Ecke kommt, muss man da dreimal im Schuljahr hinfahren. Ja, aber weißt du, dass wir da nicht gezeltet haben, ist auch alles. Ja, muss man ja nicht zelten, kann man ja einfach in den alten Hütten schlafen. Ja. Ja. Aber da steht ja auch alles voll mit altem Zeug und ja. So. Du, deine Jungs haben dich gezwungen, hier bei mir anzurufen, ne? Ja, soll ich dir das mal kurz erklären? Mm-mm. Ja, doch, ja. Ja, ja. Ich bin mega Stress. Also wir sind ein bisschen unterwegs, wir haben alle schon Wochenende, weil wir Studenten sind und LKW-Fahrer und... Studenten und LKW-Fahrer? Was ist das für eine Mischung? Ja, und Gas, Wasser, wie nennt man das, was du machst? Gaswasserscheiße. Ja, genau das. Und wir fahren ein bisschen durch die Gegend. Wir waren in Oldenburg. Oldenburg ist auch sehr schön und haben dort gegessen. Mhm. Und fahren jetzt ein bisschen rum, weil es ist halt Donnerstag. Es geht ja nicht so viel ab. Also man müsste mehr machen für Jugendliche an einem Donnerstag. Ja, das stimmt. Ne? Das stimmt. Aber am Donnerstag oder auch nicht, weil am Donnerstag haben wir halt so viel Programm, so viel Medienprogramm. Zum Beispiel die Late Line hier 2 Stunden lang. Wenn dann noch mehr los wäre für junge Leute, zum Beispiel, keine Ahnung, das große Baseballfest auf dem Marktplatz von Bösel oder Ahnung. Ja, aber Moment, Minderheitenjagen in Kloppenburg. Was? Wir haben keinen Marktplatz. Was habt ihr denn? Wo treffen sich denn da die Assis und hauen sich gegenseitig auf die Fresse? Im Park. Im Park. Im Park, ja. Im Park. Ja. Oder aber es gibt halt eine Dorferneuerung, da wird der Park auch verschönert, kriegen wir neue Bänke und Mülleimer und so und für viele, wird halt neu gemacht. Für viele Dörfer im Landkreis Kloppenburg-Vechta ist ja eine Dorferneuerung am allerbesten dadurch hinzubekommen, indem man sie einfach komplett, also die Dörfer einfach komplett nieder... Erneuert. Lieber einfach komplett weg, einfach komplett abreißt und die Bewohner müssen einfach in die Stadt in ein Hochhaus ziehen. Das ist also in vielen Dörfern die beste Alternative. Meinst du? Ja. Ja, witzig wäre auch, wenn man einfach mal die Ortsschilder tauschen will, dass Bösel einfach mal Mollbergen ist zum Beispiel, wenn man dann einfach mal für eine Woche umziehen müsste. Mhm. Da würde man auch mal was Neues kennenlernen. Mhm. Weil da, ne, also, na. Habt ihr denn in eurem Dorf einen Laden? Ja, wir haben mehrere Läden. Was denn für welche? Also wir haben 3 Supermärkte. 3 Supermärkte in Bösel? Ja, wir haben ja auch fast 8000 Einwohner. 8000 Einwohner? Ja, wir haben auch die Euro-Musiktage, das größte internationale Treffen von Musikern aus ganz Europa, tanzen die dort an und machen Musik ein ganzes Wochenende lang und freuen sich einen Ast ab, dass die in Deutschland sind. Und ohne Witz jetzt, die rennen alle zu Kick und kleiden sich noch ein. Ja, auch Kick ist ein toller Laden. Das ist so günstig und ich finde, und man tut was gegen Kinderarbeitslosigkeit in China, ne? Ja, es ist wahr, ja. Nein, vor allem die bulgarischen Musiker rennen dort alle hin. Also es ist phänomenal zu beobachten. Ja. Zwinker, zwinker, bulgarische Musiker. Und die verschwinden dann einfach auch bei diesen Musiktagen ab und zu und dann werden noch ein paar Dächer neu gedeckt und so ein bisschen wird einfach mal ein bisschen was unter der Hand noch gemacht, ne? Da ist in der Tuba ist da noch ein bisschen Zement versteckt und dann wird noch mal schnell was ausgespachtelt, noch mal ein bisschen Trockenbau gemacht und so. Ja, das habe ich jetzt noch nicht so gesehen, aber ich habe mir das auch schon vorgestellt. Ja. Also ja, das machen die bestimmt. Ja. Aber das ist das Markenzeichen von Bösel. Also das ist total super. Ja, ich sehe jetzt hier gerade, Bösel ist in der Nähe, dann kommt Garrel ist da in der Nähe, Friseute, das legendäre genau. Friseute. Ja, kennst du? Kloppenburg natürlich, Emsteck. Ja, Emsteck, genau. Emsteck? Ja. Das ist so direkt an der A1. Genau. Warst du denn schon mal in Friseute? Was hast du gerade so nett betont? Ich bin ja alter Bremen 4 Radioreporter. Ich war, ja. in allen Landkreisen schon mal. Rund um Oldenburg und Bremen. Das ist schön, oder? Wunderschön. Es ist eine so schöne Gegend, aber die Menschen sind leider so dumm. Ja, ist Danke. Das so? Danke. Ist das so? Gut, dass ich in Emden wohne. Ja, eben. Und aus Bösel komme. Ja. Aber also normalerweise sind die da ganz nett. Ja, nett, aber dumm halt.
Aber ist das in Bremen anders? Nee, ganz im Gegenteil. In Bremen, weißt du, in Bremen sind wirklich, also unglaublich bäuerliche, einfache Menschen, aber sympathisch eben, und das ist das Schöne, weißt du? Ja. Ja gut, sehr sympathisch sind die aber auch bei uns eigentlich. Also man bekommt überall mal einen Kaffee oder eine Schnitte oder so. Das ist eine Schnitte? Ja, eine Schnitte. Also eine Frau oder halt ein Brot. Darf ich Ihnen eine Frau anbieten? Ach ja, danke. auf die Faust. Ja, das ist krass, oder? Oh Gott, oh Gott. Es ist eine sehr männerlastige Late Line heute. Es haben nur Männer angerufen bis jetzt und es war auch echt ganz schön derber Männerhumor bis jetzt, ne? Ja, aber ist doch witzig, oder? Ja, komm, lass uns noch mal einmal kurz Eier, Arsch, Titten, Kacke sagen und dann legen wir auf. Ja. Warte, Eier, Eier, Arsch, Titten, Kacke, ja, bei drei. Eins, ja, können wir noch drei Karten schnurren, du hast ja noch fünf. Für was denn? Bitte! Für was denn? Für Bremen? Ja, für Bremen. In zwei Wochen, ne? Ja, das wäre mega geil, weil das ist ja auf dem Donnerstag und auf dem Donnerstag ist ja sonst nichts los. Und wenn du auf der Bühne bist, ist mega was los. Ja, das glaube ich auch, dass da mega was los sein wird. Stell dir nur vor, zwei Stunden lang, wir haben kein Geld. Es gibt nichts, es sitzen nur besoffene Leute im Publikum, es rufen Leute aus ganz Deutschland an und ansonsten ist nichts, es ist nichts. Ja, sonst. Aber dir ist schon klar, dass wir aus dem Landkreis Kloppenburg kommen, dass der Landkreis Kloppenburg A der jüngste Landkreis ist und statistisch am meisten trinkt. Also wenn es so laufen geht, kommen wir gerne. Ist da nicht bei euch in der Gegend auch irgendwie diese so ganz viele Schnapsbrennereien, so legendäre Schnäpse werden da nicht hergestellt? Ja, das ist im Emsland, in Haselünne, da wird Korn hergestellt. Ja, welcher denn? Behrensen und Hai. Genau, Behrensen, saure Apfel. Ja. Das erste alkoholische Getränk, was ich jemals getrunken habe. Super, oder? Weiß ich nicht, ich kann mich nicht mehr ganz genau daran erinnern. Es war, glaube ich, Klassenfahrt in der 9. Klasse oder so. Und im Nachhinein habe ich das scheiße gefunden, weil ich, saure Apfel ist so, das ist so süßes Zeug. Das ist ja quasi, das waren unsere Alkopops früher, ne? Ja, saure Apfel. Ja, klar. Heute nennt man das anders. Also. Heute nennt man das einfach nur Alkopop. Ja. Wir würden dir sauren Apfel mitbringen. Das wäre super. Aber ich darf leider nicht trinken auf der Bühne. Ich darf nicht trinken. Aber wenn ihr Heroin dabei habt, das wäre super. Nein, keins war ein Scherz. Liebe Kinder, Heroin ist eine Droge, die, wenn man damit anfängt, dann wird man sofort süchtig und dann fallen einem die Zähne aus und man wird dumm im Gehirn. Drogen sind nicht gut. Aber nach der Show können wir sauren Apfel trinken. Weil die gibt es in so ganz kurzen Shots, weißt du, in so richtig coolen kleinen. Und die dann die Jacke und dann. Aber nach der Show möchte ich einfach nur ins Bett gehen und niemanden mehr sehen. Außer uns. Nee, niemanden mehr. Gar niemanden mehr. Ich möchte einfach nur schlafen. Ich schlafe bei Radio Bremen im Studio, weil die sich kein Hotelzimmer leisten können für mich. Ja, schade. Oder vielleicht schlafe ich auch zu Hause bei Mama, kann auch sein. Ja, aber wollte gerade sagen, du kommst doch aus Bremen, da bekommst du doch bestimmt irgendwo ein Bett. Bei der Familie werde ich schlafen. Onkel, Tante, da wird doch einer sich bereit erklären, mich da aufzunehmen. Ich habe es mir leider mit meiner Familie sehr verscherzt. Ich habe sehr viel Streit in der Familie immer, wegen Geld. Okay. Ich habe eine Zeit lang wirklich richtig schlimm Schulden gehabt und habe mir bei allen Leuten Geld zusammengeliehen und dann habe ich das halt nicht zurückgezahlt. Und jetzt sehe ich das auch nicht mehr ein, warum ich das jetzt noch zurückzahlen muss, wo ich auch wieder richtig Geld verdiene. Deswegen sind einige nicht gut auf mich zu sprechen in meiner Verwandtschaft. Ja, aber du hast ja wahrscheinlich einen großen Freundeskreis in Bremen. Nee, keine Freunde. Auch alles zerbrochen durch die Schulden. Aber du wurdest doch nicht gehänselt oder so, du hast doch bestimmt Freunde. Nee. Ich habe keine Freunde mehr. Durch die Schulden halt. Ich habe angefangen mit dem Spielen. Ich habe erst angefangen mit Automaten und dann bin ich dann relativ schnell auch beim Hütchenspiel gelandet. Und beim Hütchenspiel habe ich eigentlich relativ... Auf Mallorca? Nee. Hütchenspiel ganz normal in so Gaststätten, in deutsch-türkischen Kulturvereinen. Habe ich einfach mein ganzes Geld verzockt. Moment, das gibt's noch, da wollen wir auch mal vorbei. Also das ist, ich kenne das nur von Mallorca, weißt du, so am Ballermann und man ist total bereit, hat noch 50 Euro dabei und gibt die dort ab und sagt einfach hier, ich nehme den und da hat man sowieso ja schon verloren, weil die dieses Zeitungspapier dann nochmal umdrehen und dann eigentlich die Kugel nicht mehr links, sondern rechts ist und zack sind die 50 Euro weg, die man hätte besser investieren können, aber es geht dann nicht mehr. Ja, sind dann weg, ne? Ja, das ist blöd. Ich habe mein ganzes Geld verspielt. Bei Sonne auf 100 drücken so. Geld weg. Und dann musst du mir Geld bei Freunden und Verwandten leihen. Und dann. Okay. Und dann. Ja, scheiße war das. Scheiße. Ja, aber alles wird gut. Jeder gibt eine zweite Chance, oder? Ja. Heute Nacht und morgen zum Frühstück und so, da hast du im Bett und dann ist alles gut. Ja. Ja, mein Lieber, dann bleib mal bitte dran. Nee, wir rufen dich zurück, Dennis. Ja, und dann cool. Kriegst du drei Karten, dann haben wir noch für Bremen zwei Stück insgesamt. Das ist super nett von dir, wir freuen uns riesig und ich wir dich freuen auch. Uns auch super ich dich toll, auch. Ganz dass wir mit dir sprechen durften. HLD.
IDA. Ciao. Tschüss. Tschüss, tschüss. Ja. Dann kommen also jetzt Dennis und seine zwei Freunde und dann kommt noch Nico mit seinen vier Freunden. Der Klaas mit seinen vier Freunden. Also insgesamt 8 Leute schon weg. Jetzt haben wir noch 2 Karten, genau. Eine Person kann noch für Bremen Karten gewinnen. Ansonsten, ich habe hier so ein Asthma-Spray, das muss ich mal eben nehmen, weil ich habe schon so ein Rasseln in der Lunge. Das klingt so unsexy. Dann habe ich ein Haar eingeatmet. Ekelhaft. Wie ist denn hier ein Haar? Ein langes, braunes Haar. Woher kommt das? Weiß ich nicht. Hallo, hallo. Hallo, Francis. Hallo, Jan, grüß dich. Hey, was bist du denn so ruhig? Weiß ich nicht. Ich habe gerade versehentlich mein Wasser umgeschüttet. Oh nein, oh nein. Ja, das ist ziemlich ärgerlich, genau unterm Teppich. Aber ich werde jetzt mir, glaube ich, nicht die Anstrengung geben und das wegmachen natürlich. Francis aus Berlin, das ist ja echt mal ein Ding, du. Ja, du bist auch aus Berlin. Ich bin nicht aus Berlin, nee. Temporär quasi jetzt, zur Zeit meine ich. Ja, zur Zeit bin ich auch in Berlin, ja. Woher weißt du das? Ich habe so ein paar Sendungen von dir verfolgt. So Roshan Böhmermann ist etwas, worüber man dich ja erkennt, beziehungsweise wo du für mich erst ins Rampenlicht getreten bist. Ach so, ja, aber da bin ich ja, da sind wir ja gar nicht in Berlin. Die Sendung zeichnen wir in Köln auf. Das ist richtig, richtig, genau. Aber da kommt auch durchaus mal vor, dass du erwähnst, dass du dich in Berlin relativ gut auskennst. Deswegen. Was heißt relativ gut auskennen? Ich weiß halt, wo die Semperoper steht und wo es zur Ostsee geht, ne? Aber ja, das ist super, immerhin, ne? Wo wohnst du denn in Berlin? Welchem Viertel, wenn man in Berlin sagt? An der Osloer Straße dort in der Nähe. Osloer Straße? Ich habe mal in der Soldiner Straße gewohnt. Ja, super, dann hast du quasi in meiner Parallelstraße gewohnt. Ich wohne in der Techlinie. Ganz schöne scheiß Assi-Gegend da bei dir. Ja, klar. Ach Quatsch, wieso Assi-Gegend? Nee. Also, ist ja auch teilweise, ich würde sagen, in 10 Jahren fängt es an mit der Gentrifizierung hier. Kann ich mir gut vorstellen. Ja. Aber ja, bis dahin also die Mieten lassen das schon riechen, muss ich sagen. Aber bis dahin ist noch die absolute Hölle. Nee, ist nicht so schlimm. Ich habe am Ende von der Soldiner Straße gewohnt, in der WG. Das war eigentlich eine schöne Zeit, aber ich musste halt, also bin immer dann, ich glaube, an der Bornholmer ausgestiegen. Und bin dann hintenrum quasi in die Soldiner reingelaufen. Und dann direkt, ich glaube, das erste oder zweite oder dritte Haus links auf der Soldiner Straße. Okay, also ja, ist nicht schlecht. Wedding, von der Bornholmer ist, glaube ich, noch ein bisschen weit. Das hat so ein bisschen geschickt anstellen können, aber ja. Was? Jetzt muss ich direkt mal gucken, das kann aber nicht. Nee. Vielleicht vertust du dich einfach. Also die S-Bahn-Haltestelle Bornholmer Straße, die ist echt noch ein gutes Stück weg von der Soldiner. Also kommt ganz auf welche Höhe gewohnt hast. Mach mich nicht schwach. Nee. Bornholmer Straße bin ich immer ausgestiegen, jetzt sehe ich sie gerade. Bornholmer Straße ausgestiegen, die Soldiner Straße ist wahnsinnig lang. Bornholmer Straße ausgestiegen und dann hinten rein in die Soldiner. Okay, ja, ich schaue es mir auch gerade an. Okay, da ganz hinten. Ja, tut mir leid, das war. Naja, hinten und da hinten in, ich glaube ich sehe es hier gerade im ersten Eingang links. Grüntaler rein, Soldiner Straße rein. Das siehst du von oben, siehst du, ist so ein Innenhof des Hauses. Ja, sehe ich. Okay. Sieht aus wie so ein. Schön. Zu wie viel habt ihr dort gewohnt? WG mit 9 Leuten. Mit 9 Leuten. Mhm. Ja, die Wohnung hatte nur zwei Zimmer. Wir haben Stockbetten gehabt. Stockbetten. Ja, das ist super. Also ein bisschen kommunemäßig, ja. Ja, nee, es war mehr so ein Mensch. Ja nicht so liberal unterwegs. Mehr so ein bisschen mit dem Boot, mit dem Boot nach Lampedusa mäßig. Ja, ist klar. Also absolut narrow-minded. Mhm, genau, narrow-minded. Das kann wehtun. Aber mein Gott, muss ja nicht immer so liberal gewesen sein, wie alle davon erzählen. Das finde ich klasse, dass du einfach ehrlich bist und sagst, was passiert ist. Genau. So, jetzt kommen wir mal zu deiner gestörten Beziehung. Du hast eine gestörte Beziehung zum Internet. Ja, ganz, ganz fies gestört. Also das Internet ist für mich tagtäglich wirklich mindestens 12 Stunden an. Ich bin 24/7 einfach erreichbar. Bist du immer wieder? Bist du ich kann einfach nicht ohne und definitiv nicht mit. Bist du privat immer im Internet oder hast du einen Job, der dich dazu zwingt, immer mit dem zu sein? Also sowohl als auch und. Also es ist einmal der Job sowieso, das ist der Job. Ich bin Student und mache nebenbei noch einen Werkstudenten, da muss ich sowieso jedes Mal wegen Textrecherche im Internet unterwegs sein. Mhm. Und sonst in der Uni ist man ja auch eigentlich permanent damit beschäftigt. Und was machst du denn da? Hast du richtig was zu tun? Weil bei mir ist im Internet immer so, ich habe 5 Seiten, die ich angucke. Und dann, wenn ich durchgeguckt habe, auch. Also wenn ich mich ablenke von irgendwas, wenn ich arbeiten muss, dann arbeite ich natürlich, gar keine Frage, aber sonst ist definitiv nur Facebook und so damit. Ja, also es gibt Facebook, es gibt Twitter, Spiegel Online, habe ich schon Facebook und Twitter? Mhm. Ja, dann geht's doch schon direkt los mit Pornos. Ja, ja. Naja, nicht unbedingt, also bei mir nicht sofort. Ich hätte vielleicht noch Titanic, man kann ja, Twitter ist ja super, was so Leute Folgen angeht. Viele Leute haben auch relativ gute Ideen, deswegen finde ich die Sache an sich eigentlich gar nicht so schlecht.
Twitter meinst du, oder wie? Ja, genau, dieses Gezwitscher. Hashtag Burn und so, genau. Ja, ich guck mal kurz. Apropos, weil wir haben ja, sind ja auch bei Twitter hier. Late Line Radio ist unser... Ja, hab ich auch schon gesehen. Hab ich auch, ein paar Leute haben mir nicht so gut gefallen heute. Aber kann ja mal passieren, ne? Also... Nee, ist irgendwie wird heute nicht getwittert. Also heute twittert keiner hier bei uns an. Tatsächlich? Ja, weil normalerweise ist die Beteiligung hier über Twitter auch immer gigantisch. Teilweise bis zu 3 oder 4 Meldungen in 2 Stunden. Aber Aha. Das sieht in diesem Fall anders aus. Das Nee. Klingt doch nach einem Regenverkehr. Ja. Ganz cool. Ja, und du kannst nicht mehr... Ich fand, bei mir gerade von Twitter reden, da hat, glaube ich, Fabian ganz zu Beginn, bevor die Sendung überhaupt angefangen hat, davon gesprochen, auf Twitter, beziehungsweise gepostet, dass Charlotte Roche vorbeikommt. Charlotte ich finde, Roche das wäre lustig, die mal anzurufen. Heute Abend in der Sendung? Ja, also quasi metaphorisch, du verstehst, was ich meine. Nee, das kann man nicht machen. Die hat ja jetzt gerade gar nichts zu tun. Ich dachte, apropos gestörte Beziehung, du hast so eine gesund gestörte Beziehung zu ihr. Das Gefühl hatte ich immer. Mm. Deswegen wird die sich super machen, meiner Meinung nach. Nee, also wir schlafen halt regelmäßig miteinander. Das ist jetzt nichts. Eben, genau deswegen. Wo bleibt sie dann? Wie, wo bleibt? Jetzt heute Abend, meinst du? Ja, ganz genau. Nee, heute Abend. Ich habe jetzt keine Lust. Ich glaube, sie hat aber auch keine Lust. Okay. Ich möchte ja natürlich nicht drängen, ist ja deine Sache, ne? Ja. Nee, aber du, diese, das ist ja, muss man ja mal ganz ehrlich sagen, das ist eine rein berufliche Beziehung, ne? Das ist nichts, was, also auch der Sex, den wir haben, der ist rein beruflich. Natürlich. Rein beruflich. Das alles andere hat mich jetzt wirklich schockiert, muss ich sagen. Ja, also. Ja Mensch, Francis, was ist das eigentlich für ein Name? Warum heißt du Francis? Das ist so ungewöhnlich. Ich schätze, das ist eine lange Geschichte, ich glaube, die möchte ich dir jetzt nicht unbedingt an den Kopf klatschen. Meine Eltern haben sich, glaube ich, einfach im Namen vertan im Endeffekt. Wie hättest du eigentlich heißen sollen? Lustigerweise entweder Elvis oder Rüdiger. Ja, oh. Jetzt kommt der Burner. Meine Eltern sind beide aus Albanien. Deine Eltern sind aus Albanien und wollten dich Elvis oder Rüdiger nennen. Ganz genau. Die haben meinen Humor. Ist im Endeffekt Francis geworden. Und ja. sie haben es ausgewürfelt und beim ersten Mal kam Francis raus. Das wollten die alle nicht. Was sind das für ein Würfel, wo Rüdiger, Elvis und Francis draufsteht? Nee. Nur mit 3 Seiten? Ich glaube, die haben das dann schon so geklärt, dass wirklich 1 und 2 Francis war, 3 und 4. Du verstehst. Ja. Genau. Ja, Mensch, Francis, man kann ja, nicht ohne. Eine kurze Frage habe ich noch an dich. Ganz ehrlich, die Sendung, gibt es dir dann noch später Roche und Böhmermann? Oder woran entscheidet sich das? Weil ich ja immer was lese, was bla bla bla. Ich möchte damit jetzt nicht penetrieren, aber... Nee, woran... Gibt es irgendwie Nachrichten erster Hand, oder? Ich kann ja aus erster Hand, also gar nichts, also nee, das ist... Wie das immer so ist mit so Sendungen, es wird dann immer verhandelt, wenn sie zu Ende sind und dann geht's irgendwann weiter. Also ich hoffe, dass wir weitermachen. Alle hoffen, dass wir weitermachen, aber wir sind natürlich unglaublich unglaublich clevere Verhandler. Okay. Und die entsprechenden Sender, mit denen wir gerade verhandeln, auch. Und das kann sich noch ein bisschen hinziehen, aber ich bin da jetzt eine Mischung. Ich bin da zuversichtlich, okay. Aber also weder positiv noch negativ gestimmt. Ich bin neutral. Okay, super. Das war also ziemlich viel Dank. Gibt es da wenigstens Termin, bis wann ihr euch einig sein müsst? Oder die? Bis zum 31.12.2013 müssen wir eine Einigung erzielt haben. Okay. Ansonsten, damit ihr dann pünktlich zum 1. Januar 2013 auch laufen könnt. Genau. Nee, wir wissen nichts. Niemand weiß was. Alle verhandeln. Alle sind aber sehr freundlich und nett zueinander. Okay. Aber niemand weiß was. Aber alle mögen sich. Das ist ja schön. Das ist doch sowieso das Allerwichtigste. Keiner weiß was, alle mögen sich. Solange das wie in der Förderschule geht. Das ist das Wichtigste beim Fernsehen. Beim Fernsehen habe ich auch mal gearbeitet, als Kabelleiter. War super. Bei welcher Sendung? Beim Bayerischen Rundfunk, öfters bei Blickpunkt Sport, Münchner Runde. Ach, guck mal, die haben da noch Kabel. Ich dachte, die sind so auf wireless. Ja, mittlerweile haben sie natürlich auf Steadycams umgeschaltet, aber ja, cool. Nicht überall. Ja, aber super cool. Du, Fernsehen ist eine super Sache. Ja, ich bin auch ein ganz großer Berührungskind. Da könnte mir mein Mitbewohner ein Lied davon erzählen. Ah. Mensch, dann grüß mir ein Wedding. Das werde ich machen. Kurze Frage, könnte ich vielleicht noch Karten haben? Für wo denn? Also ich bin jetzt in Berlin, was würdest du mir denn raten? Wo glaubst du, wo geht die Party am meisten? Hannover. Definitiv, ja. Hannover ist der letzte Auftritt, okay. Die letzte Show in Hannover. Und oder halt Baden-Baden. In Baden-Baden, ich würde mich dann doch eher für Hannover entscheiden. Baden-Baden ist ganz schön weit weg, aber Baden-Baden wird super geil. Okay. Weil das wird wirklich die große... Wann wäre Baden-Baden? 6.12., die große Sexualsause. Weil da ist wirklich alles möglich. Baden-Baden, ich glaube, da wird keiner kommen, weil das so weit weg ist. Ja. Und weil das so ein kleines Örtchen ist und da gibt es halt nur Rentner und Russen. Und
Die haben, glaube ich, kein Interesse. Dann entscheide ich mich doch für Hannover. Und wenn es in Ordnung ist, dass ich meinen Mitbewohner mitnehme, dann würde ich mich auch sehr über zwei Karten freuen. Okay. Dann hast du jetzt hiermit zwei Karten für Hannover. Ich glaube, mal gucken, wie viel das Hannover insgesamt. Jetzt gibt es in Hannover noch drei Menschen, die Karten gewinnen können. Ja, das freut mich für die kommenden drei Menschen, die Karten abplanen. In diesem Sinne. Ja. Danke ich dir erstmal vielmals für deine Zeit, deine kostbare. Ich dir auch. Und ich habe einen Haar im Mund die ganze Zeit. Das ist ganz unangenehm. Ja, das habe ich vorhin schon gehört. Das ist echt super unangenehm. Pass auf, ich habe ein Haar eingeatmet, zur Hälfte, ein langes Haar eingeatmet. Ich weiß auch gar nicht, wo es herkommt. Ein langes Haar eingeatmet, das ist zur Hälfte in meiner Luftröhre drin und zur anderen Hälfte ist es in meinem Mund. Aber es ist, ich krieg's nicht zu fassen. Das wird schwer ohne Spiegel, glaube ich. Bitte nicht das auch sein. Wie sieht's denn bei dir eigentlich aus im Studio? Das frage ich mich jedes Mal wieder. Bist du dann der Typ, der wirklich da wirklich mit offenem Hemd da sitzt? Nee, ich habe jetzt gerade Kapuzenpullover an. Hier auf dem Schreibtisch sind vier Batterien. Jetzt ist was runtergefallen. Ich glaube, mir ist gerade eine Kontaktlinse rausgefallen. Ja, das kenne ich gut. Also der Boden ist immer noch nass bei mir. So, und dann ist hier noch, habe ich mein Portemonnaie. Ich trage mein Portemonnaie zum Beispiel. Ich habe ein Portemonnaie in der Arschtasche, mal hinten rechts. So ein Portemonnaie. Ist das unangenehm, wenn du die ganze Zeit sitzt oder stehst du? Ich sitze die ganze Zeit. Es ist 23 Uhr, es ist 0 Uhr 2. Warum soll ich denn stehen? Du hast dein Portemonnaie am Arsch. Nicht am Arsch, habe ich es rausgeholt. Okay. Es riecht ein bisschen nach Zwiebelkuchen hier, weil ich habe vorhin zur Vorbereitung Zwiebelkuchen gegessen. Boah, geil. Und ansonsten ist es hier relativ aufgeräumt und ordentlich. Also wunderschön. Richtig schön ist es hier. Klingt nach einem angenehmen Ambiente. Ja. Also wie ist es bei dir? Quatscht dir jetzt auch ständig einer ins Ohr und sagt dann ganz genau, jetzt so und so? Ja, jetzt zum Beispiel sagt mir jemand Francis abwürgen. Alles klar, okay. Francis abwürgen. Ich möchte auch jetzt hier nicht zu viel Zeit verplempern, deswegen. Aber wie schon gesagt, hat mich sehr gefreut. Mich auch. Tschüss, Francis. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao. 0885x5. Eure kultige Talkshow ist hier, die Late Line mit Jan Böhmermann. Und ich freue mich sehr, dass ihr alle zuhört. Es ist eine Talk-Radiosendung, wo nur geredet wird und wir haben uns alle gern und so weiter. Och Leute, ich kann euch übrigens, ach hier, schau mal, so ein bisschen wie Astro TV. Ich fange schon so an, so wirre Sachen hier, zu erzählen. Und mir selber nicht mehr zuzuhören. Woran liegt es? Achso, ich bin abgelenkt durch Facebook. Bei Facebook wird nämlich fleißig gepostet auf unserer Seite. Und es ist jetzt an der Zeit, einfach mal ein bisschen was vorzulesen von dem, was ihr da auf unserer Facebook-Seite postet. Es ist so schön von euch, dass ihr da postet. Weil ohne euch, liebe Facebook-Poster, wäre die Seite so leer. Es geht ums Thema gestörte Beziehungen. Und hier schreibt zum Beispiel der Jan. Ein Trennungsgrund ist auf jeden Fall ein Cockblocker. Wenn jemand weiß, was ein Cockblocker ist, dann und so weiter. Wer das nicht weiß, ein Cockblocker ist eine Situation, wenn man mit einer Frau schläft und gerade ist man voll bei der Sache und dann sagt die Frau, ich habe die Pille nicht genommen. Das ist auf jeden Fall ein Trennungsgrund für den Jan. Jan sieht aber auf dem Foto so aus, als wäre er 13 und würde nur in sehr weit entfernten Tagträumen überhaupt von Geschlechtsverkehr was mitbekommen. Die besten gestörten Beziehungen, schreibt dann der Kai zum Beispiel, sind immer noch die zwischen Eltern und ihren Kindern. Das finde ich auch. Eltern- und Kinderbeziehungen können wir natürlich auch thematisieren. 0880 5x5 ist die Telefonnummer und Psycho-Mirko ist in der Leitung. McDonald's-Mirko. Hallo. Hey, McDonald's-Mirko. Na, ich hätte gerne die drei Karten, mir geht's gut, ich hätte gerne die drei Karten für Hannover. Ja, oh, das ist... Du willst nach Hannover? Drei, kommen? Ich nehme, ja. Du hast dich ja damals auch als Headliner angekündigt, oder? Du bist Headliner, genau. McDonald's Mirko ist Headliner in Hannover. Nee, Psycho-Mirko. Ich bestehe auf Psycho. Ja, weil das ist schon ein bisschen, natürlich eine Ecke cooler, aber du hattest mal eine Zeit, wo du da nicht so gut drauf zu sprechen warst, dass ich die Psycho-Mirko genannt habe. Ja. Wahrscheinlich, weil die Medikamente nicht so gut, sind die gerade gut eingestellt? Alles gut? Alles super, ich trinke nur noch Wasser. Super, also kein Alkohol mehr? Ah. Ab und zu, weil du warst öfter mal betrunken in der Sendung, aber. Ne? Bin besser drauf, weißt du? Ja, weil... Und ich würde gerne nach Hannover kommen und die drei Karten... Ja, natürlich, gar kein Problem, aber wir reden natürlich trotzdem noch ein bisschen weiter. Oder wie geht's dir denn erstmal, Mensch? Ja, Mensch, gut, echt. Ich bin froh, dass ich dich mal wieder im Rohr habe. Ja, ich bin auch froh, dass du mal wieder da bist, Mensch. Oh, ist fast zärtlich.
wie wir uns jetzt hier gegenseitig halb seidene Komplimente um die Ohren lullen. Ja. Ja. Ja, Mensch, echt, Jan, echt, ich verfolge dich ja, ich will dich ja nicht stalken, aber... Zu spät, du stalkst mich bereits, glaube ich. Jetzt schon, ne? Ja, ich dich aber auch. Ich bin auch ein sehr guter Stalker, ich kann richtig gut googeln. Ich kann innerhalb von Sekunden rausfinden, wo Leute wohnen, wenn sie mir ihren Vor- und Nachnamen sagen. Soll ich sagen? Nein. Nee, du hast mich schon, ne? Ja, ich sehe dich schon bei Google Maps. Übrigens gerade, wir können auch gerne skypen, so gerade. Ja. Ja, dann skype mir doch einfach. Mhm. Nee, lass mal, Mirko. Nee, lass mal. Also ich will eigentlich nur die drei Karten und weißt du, ich freue mich auf den Weltuntergang. Ich mich auch, weil danach ist alles vorbei, ne? Und dann mit dir zusammen, das wäre doch super, oder? Aber bitte, lass uns, Mirko, du weißt, ein bisschen Distanz muss man immer halten, ne? Ganz wichtig. Ja, natürlich. Ansonsten müssen wir mit dem Therapeuten mal eine Runde darüber sprechen, dass es vielleicht... Nee, ich bin ja nicht durchgeknallt oder was, jedenfalls. Nee, gut. Aber du bist schon... Kein Leid an. Nee, das denke ich ja eh nicht, aber du bist schon auf irgendwas drauf, ne? Was hast du denn gerade? Gerade trinke ich nur Gerolsteiner. Das ist besonders schlimm. Ja, das ist das beste Wasser überhaupt. Das Tavor des kleinen Mannes. Tavor? Mhm. Weißt du, was Tavor ist? Mhm. Mhm. Du nicht? Doch. Ja, siehst du? Ja. Nimmst du das? Nee. Das weiß ich. Die meisten, die jetzt zuhören, wissen das nur nicht. Aber wir beide wissen das, ne? Ja, wir wissen das. Hallo? Das ist das, wo Uwe Barschel drauf war, ne? Am Abend, als er ermordet wurde. Richtig, als er dann irgendwann in der Badewanne lag. Ermordet wurde. Er wurde ermordet vom russischen Geheimdienst. Ja, das ist auch wieder eine Verschwörungstheorie, die ich gar nicht so unterschreiben würde. Ja, oder von irgendwem anders, von einem Killer-Kommando. Der Moffat war es. Der Moffat? Der Moffat. Die Moffat. Der Moffat, der israelische Geheimdienst. Ja, kann auch sein. Ja, ich meine, wollen wir jetzt darüber reden, über Barschel? Nee, ich weiß gar nicht. Ja, lass uns doch mal über Barschel reden. Warum nicht? Mhm. Stichwort gestörte Beziehungen. Der hatte auch mehrere gestörte Beziehungen. Ja, zu Björn Engholm. Und zur Wahrheit hatte er eine gestörte Beziehung. Ich sage ja nur die Wahrheit, ne? Ja. Und ja, hat er damals gesagt. Aber das war ja nicht die Wahrheit. Und Mr. Gorbatschow, tear down this wall, ist auch von ihm. Das war von Ronald Reagan. Nein. Ja. Doch. Nee, Mr. Gorbatschow, tear down this wall. Ronald Reagan? Der Clown von McDonald's. Oder Obama? Obama? Ja, was sagst du, fandst du mit Romney besser oder, wie heißt er jetzt, Barack Obama? Ich fand am allerbesten mit Romney, den fand ich cool. Und dann ist es halt Mormone, ne? Ja, der ist ja Mormone, der hat ja immer mit vielen Frauen Sex. Hä? Ja, und aber ansonsten Abstinenz, ne? Ja, alles. Aber kein Koffein, ne? Nee, nicht mal das. Nee. Also ich muss mal sagen, darf ich mir mal eben Birgit grüßen, die hört gerade zu. Nee, darfst du nicht. Sie war mal damals bei den Mormonen. Oh. Und bevor es dann zur großen Mormonenumstellung kam und seitdem ist sie nicht mehr dabei. Man darf kein Koffein und sämtliche, aber mehrere Frauen haben, ne? Ja. Glaube ich doch, oder? Ich glaube, es sind so einige Unterschattierungen der Mormonen. Also ich glaube, der Mitt Romney es ist keiner dieser Mormonen, der mit mehreren Frauen zusammen sein darf. Nee, ich habe das auch verfolgt im Timer gesehen und er hat ja eine Liebeserklärung damals gemacht an seine Frau. Mhm. Da hat er sich so schön am Strand in so ein Herz gelegt. Oh, schön. Und mir sind die Tränen gekommen, weißt du. Liebe vor Leuten hat nichts zu bedeuten, ne? Liebe vor Leuten hat nichts zu bedeuten. Es gibt eine Nachricht von Nico aus Bremen. Er schreibt, hallo Jan, hier ist Nico von eben aus Bremen. Ich bin ein bisschen am Arsch. Meine Freundin mit dem Kontrollwahn hat eben zugehört. Scheiße, ey. Kontrollwahn? Kennst du Kontrollzwänge?
Ja, ich kann zum Beispiel nicht auf die Fugen treten. Nee, das ist nicht Kontrollzwang, das ist ein Zwang einfach nur. Zwangshandlung. Ja. Kontrollzwang zum Beispiel kontrollieren, ob der Herd aus ist oder ob die Heizung auf 3 ist oder ob der Fernseher an ist oder aus ist, ob das Licht aus ist, ob die Waschmaschine ausgeschaltet ist. Man muss immer gucken, kontrollieren. Hast du sowas? Ja, ich auch. Was denn? Aber meistens dann womit habe ich das? Möglicherweise, dass die Aschenbecher aus sind. Ja, das ist wichtig, aber weil es sind oft allein. Bist du ein alleinstehender Mann eigentlich? Ja, ne? Bist alleinstehend. Ja, ja, ja. Das ist oft bei alleinstehenden Männern, die dann mit Kippe im Mund einschlafen und dann brennt die ganze Bude. Da muss man schon, das ist schon ein vernünftiger Kontrollzwang. Absolut, und das ist eigentlich auch nicht krankhaft dann, ne? Ja, je nachdem, wie oft du das machst, ne? Auch wenn du gar nicht reingeascht hast, dann trotzdem kontrollierst, dann wird es ein bisschen schwierig. Ja, lass mal das Thema wechseln. Was, ja, ganz kurz mal eben, Mirko. Ich muss mal eben aufrufen, wir haben jetzt nur Männer, die hier anrufen den ganzen Abend. Das ist eigentlich relativ ungewöhnlich für die Late. Ja, deswegen, das fällt mir nämlich auch mittlerweile neuerdings, aber du redest gerne mit Frauen, ne? Ja, lieber natürlich, viel, viel lieber, weil es meistens die geistreicheren Gespräche sind. Ich fand es mega süß in letzter Zeit, zum Beispiel diese Janne. Kannst du dich noch an diese Janne erinnern? Kann ich mich nicht mehr dran erinnern, nee. Es geht bei mir alles da rein, da raus. Es sind so viele Leute, weißt du, es sind eine Million Leute, mit denen ich hier spreche. Tut mir leid, ich kann mich an Janne nicht mehr erinnern. Wir haben 3 Karten für Hannover. Ja, nee, wir haben für Hannover nur noch 2 Karten, sehe ich hier gerade auf dem Monitor. Ja, dann wen soll ich denn da mitnehmen? Ja, die Mormonen? Die Mormonen oder die, weiß ich nicht. Wen du willst. Ich würde dir jetzt 2 Karten noch geben. Ich würde mich wirklich freuen, Jan. Ich würde mich wirklich freuen. Wie geht denn das überhaupt ab? Wir sind über 1 Festival, ne? Über 1+. 1, also im Grunde genommen das gleiche. Egal, weiß ich auch nicht. Die super Sender, Digitalsender, ja, keiner, egal. Also ich bin dabei und ich würde es gerne gucken und wäre auch gerne live vor Ort. Ja, wir rufen dich zurück, Mirko. Ja, Mensch. Ja. War schön, mal wieder mit dir geschnackt zu haben. Aber bleib mal ruhig noch dran, weil wir haben jetzt hier Daniela aus Bremen in der Leitung. Die hat nämlich ein Problem mit männerdominierten Radioshows, ne, Daniela? Ja, das stimmt. Was für eine Scheiße, ne? Oh Mann, das ist richtig nervig. Das sind ja nur Kerls heute. Aber ich weiß gar nicht, warum. Manchmal gibt es so Tage, da rufen nur Männer an. Vielleicht ist es der Mond oder sowas. Das ist der Mond? Ja. Na, was hat deine Kollegin eben gesagt? Wahrscheinlich sind die Frauen alle schon schlafen, weil sie morgen alle früh raus müssen und das Frühstück machen für die Kinder und den Haushalt schmeißen müssen. Ja, genau. Und die Männer können halt noch saufen und rumhuren die ganze Nacht und beim Radio anrufen und Scherze machen und sowas. Ja, Nee, Mirko, aber du musst doch morgen auch früh raus, oder Mirko? Sag ja, mal ja. Das habe ich mir morgen. Ja, ja. Ja, ja, und zu arbeiten. Ich bin sehr interessiert und habe überall meine Fühler drin, weißt du. Ja, aber was machst du? Was machst du denn beruflich, Mirko? Nichts, ne? Nee, ich mache ehrlich gesagt, ich gebe es zu, ich bin ALG2, aber bin trotzdem interessiert von allem. Ja. Mach doch nichts. Mirko, du kommst nach Hannover, wir rufen dich zurück. Du bist schon fest eingeplant, du bist Headline an Hannover. Nein, ich bleib dran. Nee, wir rufen dich zurück, wir rufen dich wirklich zurück. Ist kein Scherz. Bitte ruf mich zurück, ich brauch die 2 Karten. Du kriegst die 2 Karten und du bist Headliner, du. Gerne, und ich komme auch gerne nüchtern. Ja, musst du aber auch nicht. Wir sehen uns in Hannover am Tag des Weltuntergangs. Tschüss. Ciao. Damit ist Hannover jetzt voll. Hannover ist jetzt voll. So, Daniela. Ja, aber für jetzt, Bremen hast du noch eine Karte, oder? Eine einzige, ja. Ja. Nee, hab ich noch eine Karte hast für Bremen? Hast du noch eine? Das weiß ich gar nicht. Lass uns erstmal ein bisschen quatschen. Lass uns einmal quatschen über... Wir haben gemeinsame Bekannte, habe ich vor kurzem festgestellt. Ach, ist das schön. Ich habe mein gestörtes Verhältnis zu meiner Schule abgebaut, indem ich kürzlich an einer Veranstaltung teilgenommen habe, wo Lehrer ihre ehemaligen gebeten haben, ihre Berufe vorzustellen. Mhm. Und da habe ich mit meinem ehemaligen Klassenlehrer da gesessen und wir kamen auf Jan Böhmermann. Ach, dein ehemaliger, wer ist denn kennt der ehemalige Klassenlehrer mich? Der kennt dich, ja. Welche Schule war denn das? Das war das Schulzentrum an der Dörchenstraße. Ach so, aber ich war lange, lange vor dir da. Und welcher Lehrer war das? Das war der Stockinger, der Detlef. Ah! Ja, mein alter Geschichtslehrer, das ist ja nett. Ja, genau, das ist ein netter Typ. Geschichte und Englisch bei ihm, ja. Immer sehr streng, aber... streng war der nicht.
Nee, also er war sehr akribisch und man musste immer sehr aufpassen, aber es waren immer die besten Lehrer. Ich habe auch, also das finde ich doch, das ist ja nett. Ja. Herr Stockinger, ja, das ist doch nett. Ja, das ist cool, oder? Ja, das ist ein guter Lehrer, du. Das war ein sehr guter Lehrer, ja, genau. Ja. Sehr gut. Gab aber ohnehin an das Schulzentrum an der Lerchenstraße, ist jetzt eine Oberschule. Ist richtig. Kein Gymnasium mehr, leider. Leider. Ja, genau. Richtig, leider. Wir müssen auch, die Schlauen müssen jetzt mit den Dummen zusammen. Ist das so? Ja, leider. Ja, für alle Beteiligten leider. Es gibt ja jetzt andere Schulen in Bremen-Norden. Oh, die coolen mit den uncoolen. Es gibt nur ein Gymnasium an der Kirchensteiner Straße in Bremen. Ja. Und alle anderen sind jetzt Oberschulen. Ja, aber es gibt ja auch noch das Nebeltau. Da genau, das Privatgymnasium. Aber wir gehen dahin, bitte. Wer dahin geht? Meine Tochter. Ja, la-di-da. Zu fein fürs öffentliche Schulsystem, wa? Das ist, nein. Aber das ist Tochter ist hochbegabt, braucht besondere Förderung. Auch das nicht, nein. Das ist einfach sehr angenehm, wenn man in einer Schule auf die Toiletten gehen kann, finde ich. Ja, einerseits, andererseits. Ja. Ist auch ganz angenehm, wenn man einfach auf Schultoiletten ist, die einen für das richtige Leben vorbereiten. Weißt du, so wie überall, alle Klos sind überall vollgepisst und vollgeschissen. Warum soll es auf einmal in der Schule anders sein? Naja, weil das Nebeltau, das fördert einfach anders. Ja, das fördert einfach anders. Fördert anders, hat nicht so große Klassen. Merkst du, dass ich da richtig aggressiv werde? Ja, das merke ich, du. Wirklich, ich bin da gar nicht so dogmatisch, aber ich finde das so scheiße, dieses Rumgetue. Ich finde, Oberschulen sind schon genau die richtige Lösung. Alle in eine Schule und dann wird sich gefälligst durchgesetzt. Dein Kind muss doch später mit allen anderen Leuten auch klarkommen. Ja, das kommt sie ja trotzdem auch. Naja, aber mit Leuten, die halt viel Geld dafür bezahlen, dass ihre Kinder auf die Schule gehen können. Und sie lernt halt auch mit ein paar anderen Menschen umzugehen. Ja, naja, gut, aber aus einer anderen Perspektive. Aber aber letztendlich ja mit allen sind ja auch andere kulturelle Hintergründe. Und, ja. Und wenn man gerne die Sprachen vorantreiben möchte und die nicht verlieren möchte, dann, ja. Also ich bin da, ich sag mal, vorsichtig pragmatisch pädagogisch eingestellt und finde, das ist eine Fähigkeit, die man nicht lernen kann, wenn man, aber das eigentlich ist es blöd, das mit dir zu besprechen, weil du hast dich ja schon entschieden, ich will dich da auch gar nicht doof anpacken, weißt du? Nee, das ist jetzt auch schon viel zu spät und dann, Also weißt du, ich finde, meine Haltung ist da so, was dieses ganze elitäre Ausgeklammere von ich werde zu böse, ich kann das nicht machen. Ja, das muss auch nicht sein. Dann fangen wir mal mit der Jakobs-Uni an und dann geht's ganz ab. Ja, aber das mit der Jakobs-Uni, das finde ich ja ganz lustig. Das geschieht Bremen mal wieder recht. Ja. Infrastruktur zur Verfügung gestellt im Wert von mehreren Dutzend Millionen Euro. Und dann geht das Ding einfach pleite und jetzt bezahlt wieder Bremen, ne? Ja, ganz genau. Und warum fangen die nicht bei den kleinen Kindern an in den Kindergärten? Warum geben sie es da hin? Nee, genau. Also es fehlen halt irgendwie 220.000 Kindergartenplätze, aber die die Jakobs-Universität mit den ganzen scheiß Elite-Schülern wird weiter durchalimentiert von einer Stadt, die davon erstmal nichts hat und die vor allem keine Kohle hat. Ja, absolut gar keine Kohle. Ja, und ich dachte schon, wir verlieren heute unseren Manager von Bremen, aber nein, das scheint ja nicht so zu sein. Ja, das war ein ganz schönes Gerücht. Ich glaube, er will einfach einen coolen Vertrag aushandeln mit Werder, vielleicht. Ja, vielleicht. Vielleicht ist ja doch was dran, man weiß es nicht. Ach, verdammt nochmal, jetzt habe ich aber so einen Brand, dass ich gerne abkotzen möchte über Frühleistungsselektion von Schülern. Aber ich kann das nicht mit dem machen, sondern das werde ich sehr verletzen. Das möchte ich nicht. Aber weißt du, ich kann das ganz gut ab. Ja. Naja, weißt du, ich mache es mal vorsichtig. Ja, mach mal vorsichtig. Dieses Überprotegieren von den ganzen verkackten Rechtsanwälten. Von den verkackten Rechtsanwälten, meinst du? Aber das sind ja nicht nur und Rechtsanwaltskinder. Kinder von verkackten Rechtsanwälten. Dann sollen sie die lieber auf Schloss Salem schicken oder sowas, wenn sie Elitenförderung haben wollen. Wenn schon, dann richtig. Ja, aber nicht irgendwie Stadtteile zerschlagen und dann quasi eine Schule im Stadtteil, Nebeltau-Gymnasium mit viel Geld irgendwie. Ich glaube, die Leute mit richtig Kohle, die schicken ihre Kinder sowieso nicht dahin. Genau, aber weißt du, die Leute, die so ein bisschen Kohle haben, die sollen lieber quasi ihre soziale Verantwortung wahrnehmen und die Kinder dahin schicken, wo die anderen Kinder auch sind, weil das hilft allen am meisten. Wirklich. Naja. Wirklich. Weil die ganzen engagierten Eltern, wenn die raus sind aus den scheiß Schulen, dann sind die Schulen noch beschissener als vorher. Ja, da hast du recht. Das stimmt. Aber man kämpft auch so gegen Windmühlen, wenn man allein auf weiter Flur ist. Meine Tochter ist in Frankreich eingeschult und das ist ja ein grundsätzlich anderes Schulsystem. Mhm. Und da haben Eltern erstmal gar nichts zu sagen. Genau. Du stehst vor dem Tor und holst dein Kind ab und an den Lehrer kommst du überhaupt nicht ran, es sei denn, du machst dir einen Termin. Mhm. Und dann landest du erstmal vor der Direktorin oder sowas. Mhm. Das war schwierig für mich, das zu Anfang überhaupt zu akzeptieren und kein Mitspracherecht zu haben. Am Ende fand ich es ganz gut. Weil in der Schule ist das geblieben, was in der Schule war. Die Erziehung war eine andere, die ich nicht immer gut geheißen habe. Mhm.
Aber dadurch, dass die Eltern sich eben nicht engagieren konnten und nicht auf jedem Es gab gar keine Elternabend. Die absolute Pest, das Elternengagement ist die absolute Pest. Und das geht auch in der Kita los. Also wenn ich Elterninitiativen sehe, ich finde es ja schön und gut, dass man Elterninitiativen gründet und sowas, wenn es keine Kindergartenplätze gibt, weil der Staat es nicht auf die Kette bekommt. Aber sobald die Kindergartenplätze staatlich zur Verfügung stehen, müssen die ersten Elterninitiativen abgerissen werden. Ich mache das gerne mit eigenhändig. Weißt du, dieses ganze düstige Rumgemale am Wochenende, verdammt nochmal, die Kinder sind nur zu Gast. In 18 Jahren sind die wieder weg und dann sind die undankbar. Und bis dahin viel Liebe und viel Aufmerksamkeit, ja, aber nicht den ganzen Tag auf dem Boden rumkriechen und irgendwelche versabberten Duplos aneinander kleben. Nee. Das können Kinder auch alleine. Ja, das können allein, allerdings, ja. Und diese Elterninitiativen und dieses ganze bilinguale Bumse ab 2 Jahren, echt, wirklich. Aber Bilingualität finde ich ja nicht schlecht. Ich auch. Meine Kinder verstehen ganz normale Wörter, aber auch die Sprache der Gewalt. Ist so. Ist so, die Sprache der Straße. Wichtig ist, weißt du, man muss Social Hopper werden. Social Hopping, das ist ein Manager-Skill. Das lernen Manager im Manager, jahrelang Manager-Trainings. Ja. Und wenn man in Bremen-Fegesack aufwächst, und zwar auf eine ganz normale Schule geht und auf eine Oberschule geht, dann weiß man einfach, wie man sich verhalten muss. Am Bahnhof Fegesack nicht zu verprügelt zu werden und sich die Jacke nicht abgezogen bekommt. Absolut. Dann ist man Social Hopper von Natur aus. Aber wenn du quasi auf eine Privatschule, ich sag mal, auf ein Privatgymnasium gehst, dann bist du mit den ganzen Arztkindern aus Bremen-Nord zusammen. Ja, aber du hast ja auch noch Freizeit nebenbei. Und du hast ja noch eine andere Sozialkreis. Ja, du verbringst aber dann bist du wahrscheinlich irgendwo in Lesum oder sowas. Nee. Oder auf dem Dorf. Und verbringt das Kind dann halt mit den Kindern, die es aus der Schule kennt. Nee, weil es gibt ja Nachbarkinder. Ja, aber wo ist denn die Angst? Weißt du, Kinder müssen auch Angst haben, irgendwo hinzugehen. Und Kinder müssen mal verprügelt werden auch. Bei Jungs vielleicht, bei Mädchen sehe ich das nicht unbedingt so. Die müssen, ja. Obwohl ich mich damals auch geprügelt habe an der Leichenstraße, glaube ich, ja. Glaube ich doch. Ich habe mich auch einmal geprügelt. Das war auch nicht so lustig. Was war dein Einschulungsjahrgang, ganz kurz mal eben? Mein Einschulungsjahrgang? An der Leichenstraße? An der Leichenstraße, oh, Schande, jetzt muss ich ja rechnen. Warte mal, ich glaube 80. Das heißt, du bist genau. Ich bin ja erst Borchshöhe gewesen. Ja, ich auch. Ich war auch Borchshöhe. Und dann bin ich nicht. Orientierungsstufe. Ja, natürlich wurde ja, sonst. Ja, dann Orientierungsstufe auch Borchshöhe. Genau. Und dann in die Leichenstraße. Ich bin Grundschule Hammersberger Straße. Bitte? Grundschule Hammersberger Straße. Nee, da war ich nicht. Da war direkt Kaspar-Ohm-Straße um die Ecke. Ja. Kaspar-Ohm-Straße und da also ich sag mal ja, so. Ich weiß welche. Ja. Das war, ich glaube, Norddeutschlands beliebtester und größter Aldi. Direkt um die Ecke. Ja, richtig. Ne? Richtig. Und dann Hammersberger Straße und dann Borchshöhe. Ja. Und dann Lärchenstraße. Ja. Und dann warst du ja zu der Zeit wahrscheinlich an der Schule, wo gerade die Asbestsanierung war. Das kann sein. Ja, die haben da damals rumgeragt. Aber ich glaube, das war nach mir oder kurz bevor ich weg war oder irgendwie sowas. Also warst du noch an der asbestverseuchten Schule? Das kann gut sein. Wir haben noch eine asbestverseuchte Turnhalle auch gehabt, meine ich. Genau. Ja. Genau. Wir waren schon in einer asbestsanierten Schule. Siehst du, da kriege ich bestimmt noch Spätfolgen, das weiß ich jetzt gar nicht, das habe ich schon wieder vergessen, richtig. Mhm. Ja, das stimmt. Ja, aber war lustig. Das war eine schöne, super geile Zick, wie man in Köln sagt. Ich habe meine Mathelehrer immer so gehabt. Mhm. Ich auch. Ich habe in der 10. Klasse eine 1 in Mathe gehabt, nee. An der Lechenstraße, und in der 11. Klasse hatte ich eine 6 in Mathe. Ja, ich hatte schon in der 10. eine 6 und durfte dann wiederholen. Und ich habe den Mathelehrer gehabt. Bevor es zu Detail verliebt wird, Daniela, ich wünsche dir noch einen schönen Abend. Ich möchte gerne die Karte für Bremen. Eine Karte für Bremen, ja. Eine Karte haben wir noch. Ich bleib mal dran, wir rufen dich zurück. Ja, alles klar. Okay. Tschüss. 0880, 5 mal die 5. Das Thema heute ist gestörte Beziehung. Wenn ihr auch eine gestörte Beziehung zu Eliteschulen habt und zum Schulsystem allgemein und zum mehrgliedrigen, getrennten, selektierten Lehren und Lernen, dann könnt ihr auch gerne anrufen. 0880 5 mal die 5. Eric ist in der Leitung. Oh mein Gott, oh mein Gott. Oh, ich bin durchgekommen. Ich bin wirklich durchgekommen. Ja. Freiheit für Liebe und Truppen raus aus Afghanistan und Nazis raus und Occupy. Occupy. Und so. Ja. Jetzt hast du aber die wichtigsten Sachen schon mal gesagt, ne? Ja, ne. Möchtest du noch jemanden grüßen? Grüßen? Ich glaube, die... Also, no offense, ich glaube, die sehen jetzt gar nicht oder hören gar nicht zu. Ach so. Das ist doch nicht so deine Zielgruppe. Woher rufst du an? Wo ist Weißenfels? In der Zone. Im Osten. Also im tiefsten Herzen des kommunistischen Landes, ehemals bekannt als DDR.
Also das ist, Weißenfels gibt es zweimal, einmal ganz weit im Westen irgendwo, Baden-Württemberg. Im Burgenlandkreis bist du, ja, ne? Wo ich bin im Süden Sachsen-Anhalt. Ja, Burgenlandkreis. Burgenlandkreis, genau, richtig. Schön abgelesen. Habe ich hier bei Wikipedia geguckt. Oh, krass. Jetzt gucke ich mal, was es da sonst noch alles gibt bei dir. Das ist Journalismus, ne? Burgenlandkreis. Weißenfels? Weißenfels. Da ist in der Nähe Langendorf, Burg Reichertswerben. Reichertswerben, da bin ich drin. Reichertswerben, genau. Langendorf, Leisling, Markwerben, Tagewerben. Habt ihr auch noch so eine Ernst-Thälmann-Straße? Ja, ne? Ja, die kann ich praktisch von meinem Fenster aus sehen. Clara-Zetkin-Straße wahrscheinlich auch? Ja. Also richtig echte Zone. Ja, richtig, also... Und ja, ach guck mal, ist das schön. Und ihr habt im Stadtrat, einen Nazi sitzen. Nicht nur im Stadtrat. Wollt ihr noch einen sitzen? Die wachsen ja anscheinend auf den Bäumen. Also ich weiß gar nicht so richtig, wo die alle herkommen. Mhm. Wahrscheinlich sind ja auch nur Glatzenschnitte so billig. Oder die Friseure haben kein Talent. Keine Ahnung. Und ihr habt auf dem Klemmberg den Bismarckturm. Ja, haben wir tatsächlich. Unglaublich. Das ist die Attraktion. Und hier, ja. Also da gehen all die Leute immer hin, so Wochenende, und staunen über den Bismarckturm. Guck mal, und es gibt ganz schön viele Gedenkstätten für die Opfer des Nationalsozialismus und auf jede Gedenkstätte kommen wahrscheinlich dann 40 Nazis ungefähr. Ja, diese Gedenkstätten, die sind, also, davon ist dann auch irgendwann nicht mehr so viel übrig. Also ist ja schon eine Weile her, so, wofür die gedenken auch. Ja, aber das ist, also guck mal, das ist so diese pragmatische Osthaltung, ist schon so lange her, wofür die, nein, woran die gedenken. Nein, ich relativiere das doch gar nicht, nein, ich meine nur... Zu spät. Du hast es bereits relativiert. Nein, ich bin total politisch korrekt. Ich meine hier, das ist ja auch ein schweres Vorurteil deinerseits, nur weil ich aus der Zone komme. Hättest du mich gleich wieder, du steckst mich gleich in die Schublade mit denen, nicht? Ja, so ein bisschen. Jan. Ja. Hätte ich aber, ich habe ja nicht umsonst hier angerufen irgendwo, ja? Na, aber kostenlos war es. 0880 5 mal die 5 ist die Telefonnummer und kostenlos ist jeder Anruf hier bei uns bei der Late Line. Worüber willst du denn eigentlich reden, ey? Erik, du bist kurz davor, es zu verkacken. Vorsicht, jetzt muss was richtig Geiles kommen, ansonsten bist du weg vom Fenster. No pressure. Kein Druck. War wirklich total behilflich. Oh, komm schon. Lass mich überlegen, habe ich eine Minute? Nee. Ich glaube, es sollte mein imaginärer Freund sein. Ja, sowas in Richtung. Ja, Stichwort gestörte Beziehung. Gestörte Beziehung zu meinem imaginären Freund. Sehr originell, oder? Tschüss, Erik. Ach, wichtig. Bye. 0880 5 mal die 5. Liha? Ja? Liha oder Lina? Hallo? Hallo? Ja, ist Lia. Ach so, du redest schon mit mir. Hi. Ja, hi Lia. Hey, wo kommst du her? Ich komme aus dem Landkreis Vechta. Ja, der ist ja nun groß. Wo kommst du da genau her? Ja, aus Vechta direkt. Ach so. Langförden? Nö, gar nicht. Vechta aber direkt. Vechta City, City of Justice. Ja, so ist das. Direkt im Fechter. Warum brummt es so im Hintergrund? Was ist das für ein komisches Scheißgeräusch? Oh, ich habe so ein altes Handy, so einen Knochen, weil mein Smartphone kaputt gegangen ist. Was ist denn das Smartphone? Ist es dir ins Klo gefallen? Nee, ist kaputt gegangen. Nokia hat mich hochgenommen. Was für ein Scheiß. Ja, scheiße, oder? Und jetzt brummt es so, ey. Ja, das brummt die ganze Zeit. Leider musst du mich jetzt so ertragen. Du, was machst du? Du bist in der Schule noch wahrscheinlich, ne? Ja. Ja. Woran erkennt man das? Weil du 18 bist. Ach so, und ja. Und du klingst so, als würdest du es nicht so oft machen, dass du abends so spät bei anderen Leuten anrufst. Warum? Ja, weil du noch zur Schule gehst und morgen früh fit sein musst. Ja, ich mache gerade Englisch-Hausaufgaben. Ich habe so eine Scheiße. Worum geht's? Vielleicht kann ich helfen. Ich hatte Englisch-Leistungskurs. Echt? Was hast du nur für Leistungskurse? Was habe ich denn? Psychologie, Deutsch, Englisch. Was hast du denn für Leistungskurse, wollte ich wissen. Ja, ist mein Leistungskurs. Psychologie und Deutsch? Ja, und also Englisch. Tolle. Warst du schon mal in Düsseldorf? Ja. Kennst du das Hotel Steigenberger eigentlich? Nö, kann ich nicht. Also. Ja. Was wollte ich? Weiß ich nicht. Ich wollte nach deinen Englischhausaufgaben fragen. Dann lies mal bitte vor. Nee, ich kann gar kein Englisch vorlesen, auch wenn ich im Leistungskurs bin. Wie, hast du mich angeflunkert? Du machst gar keine Englischhausaufgaben vielleicht? Doch, mache ich. Ja, dann lies doch mal vor, bitte.
Ne, möchte ich nicht. Ich muss Sätze übersetzen. Das ja, dann kann sag doch mal. Nicht. Dann helfe ich dir dabei. Aber ich kann kein Englisch reden. Das möchte ich nicht. But that's no problem. I can don't English re either. Nee, no, sorry. Also. No. Ich rede wirklich kein Englisch mit dir. Why not? No. Oh, that was English. That was very good already. Nein. Warten wir, haben wir nicht ein Thema? Was ist denn unser Thema nochmal? Ach, du hast ein Thema. Ich habe kein Thema. Ach so, gestörte Beziehungen. Du hast ein gestörtes Verhältnis mit Beziehungen auf Facebook kaufen. Ja, ich habe das nicht, aber ich habe das letztens gesehen. Eine Freundin von mir hat mir einen Link geschickt. Kannst du dir das vorstellen? Man kann Beziehungen kaufen. Man kann Beziehungen kaufen? Genau, auf eBay. Wie krank ist das denn? Total krank. Ist mega krank, oder? Super abgefuckt, scheiße krank. Finde ich auch, aber sowas von. Ja. Ich weiß nicht, das ist mega dämlich einfach. Ja. Du kannst dir auf eBay, ja, Beziehungen ersteigern. Ja. Ja. Scheiße gelaufen, oder? Ja, Lia, wollen wir nicht noch weiter Englischhausaufgaben machen? Warum? Ja, weil es ist doch, wird dich und mich weiterbringen, glaube ich. Und die Sendung auch. Nein, dann lacht ihr alle nur. Und der ganze Norden lacht über mich, möchte ich nicht. Nicht nur der ganze Norden, auch der ganze Süden. Wir haben auch außerdem Hörer in Hessen und in Ostdeutschland. Oh, supi. Nein, aber du kannst mir doch irgendwie eine englische Passage vorlegen, wenn du da so Lust drauf hast. I can read something in English, if you want to. Yes, I want. Wait a second. I have something memorized. Warte mal, und zwar jetzt von Macbeth. The Raven. So, das ist, ich kann es eigentlich auswendig, aber ich lese es jetzt trotzdem vor. Okay. Pass auf. Pass auf. Pass auf. Pass auf. Ja. Achtung, Achtung, Achtung. Oh, wo ist es? Oh, ja. Kommt da noch was? Nee, ich finde es nicht, aber ich kann es auswendig. Pass auf. Pass auf, jetzt Achtung. Pass auf. Ja. Pass auf. Ich hab'n. Satz. Achso, warte. Auf mein Hausaufgaben. The Raven himself is hoarse that croaks the fatal entrance of Duncan under my battlements. Come you spirits that tend on mortal thoughts and sex me and fill me from the crown to the toe. Warte, top full of dire cruelty. Make my blood. Stop up the excess and passage to remorse that no compunctious visitings of nature shake my fell purpose, nor keep peace between the fact and it. Come to my woman's breasts and take my milk for gall, you murdering ministers. Okay. Wherever in your sightless substance the weight of nature's mischief, come thick night and pell thee. Soll ich mit meinen Englischhausaufgaben weitermachen? Ja. Tschüss. Echt? Nein. 0800 805, weil die 5 ist die Telefonnummer. Ich habe ein verkacktes Haarmund. Das hängt zu einer Hälfte in der Luftröhre und zur anderen Hälfte in der Mundhöhle. Wie kriegt man das da raus? Was mache ich denn jetzt? Ich habe ein Haar im Rachen. Das geht aber nicht runter. Das kann ich nicht runterschlucken, das kann ich aber auch nicht rausziehen. Ich habe mich, immer wenn ich einatme, rasselt es komisch. Dann macht es, dann wabbelt das Haar in meine Luftröhre rum, wabbelt hin und her. Das kratzt im Hals. Das macht mir ein unangenehmes Gefühl. Kann da mal vielleicht mal einer was machen? Ist ja kein Spaß. Es kann mal einer was machen vielleicht. Keiner hilft mir. Niemand hier. Ich bin alleine. Ja, so ist es. 0880, 5 mal die 5. Ich bin hier allein gelassen und keiner kann mir das Haar aus dem Mund ziehen. Ich komme da nicht ran, ich habe jetzt keinen Spiegel zur Hand, außerdem wenn ich meine Hand in den Mund tue, dann ist alles nass. Dann mache ich alles nass. Johannes ist 23 Jahre alt. Moin. Moinsen. Ja, guten Tag. Wie geil die dat? Ja, geht, ganz gut. Wo kommst du her? Ich komme aus der Nähe von Hannover, aus der schönen Wiedemark. Wo ist die Wiedemark? Nördlich von Hannover. Nördlich von Hannover, 20 Kilometer ungefähr. Nordöstlich oder nordwestlich oder einfach nur nördlich? Einfach nur nördlich. Trommelübungsplatz. Ja, der ist in der Nähe von Bergen bei Zelle. Das ist woanders. Ja. Ist aber auch nördlich von Hannover. Ja, ja, Zelle ist in der Nähe, genau, ja. Ja. Du hast ein gestörtes Verhältnis, eine gestörte Beziehung zu deinem Beruf. Ja, genau.
Richtig. Schieß mal ich los. Bin im Rettungsdienst tätig. Mhm. Bin Rettungsassistent und ich habe da ein gestörtes Verhältnis, aber sehr interessant eigentlich, weil ich den Job wirklich gerne mache. Ne? Mhm. Und aber man da so manchmal in Situationen kommt, wo man sich so fragt, was mache ich überhaupt hier? Ja, ne? Erzähl mal. Naja, geht eigentlich so eher um das Gesundheitssystem in Deutschland, weil wir ja mit an vorderster Front da stehen und das halt so mitkriegen, ne? Ja. Was alles für überflüssige Einsätze da sind, ne? Also in dem Sinn überflüssig nicht für den Patienten, der ist natürlich, ne, steht an höchster Stelle, aber wo man sich so denkt, muss das sein, ne? Ja. Weil das kostet ja auch alles Geld, ne? Das verstehe also ich nicht weiß, ganz, erzähl mal. Ja, muss ja mal aufpassen, was ich sage, ich darf nicht zu viel erzählen. Ja, weiß ja keiner, wer du bist. Ja, gut, okay. Also der Rettungsdienst macht ja in Deutschland auch nicht nur Notfallrettung, sondern auch Krankentransporte, also Leute einfach nur von A nach B fahren. Mhm. Und dann das meiste davon sind Dialysepatienten. Man bringt halt Leute, die zur Dialyse müssen, von zu Hause zur Dialyse und wieder zurück, die nicht mehr selber laufen können. Ja. Und ist ganz interessant, in dem Bereich, wo ich fahre, das sage ich jetzt aber nicht, da ist die Dialysepraxis direkt neben einem Seniorenheim. Ja. Und das sind Fußweg, ich sage 50 Meter vielleicht. Die werden trotzdem gefahren. Ja, das ist so. Vom Prinzip her ist es ja richtig, ne, weil auch diese Leute auch für die 50 Meter vom Prinzip her auch irgendwie medizinische Versorgung brauchen oder jemanden, der aufpasst. Mhm. Nur ist es so, dass das nicht unbedingt nur Leute sind, die liegen oder nur Leute sind, die was ich keine Beine haben und nicht laufen oder sonst was, sondern auch Patienten, die selber sich in einen Rollstuhl setzen können. Ja. Und theoretisch, wenn man es ganz ernst sieht, auch selber darüber fahren könnte mit dem Rollstuhl. Das muss ja nicht sein, aber es wäre vielleicht auch eine Möglichkeit, dass zum Beispiel ein Mitarbeiter vom Seniorenheim die darüber bringt. Mhm. Das wäre ja auch eine Möglichkeit. Und wenn man sich dann so überlegt, diese eine Fahrt, 50 Meter, also von uns aus von der Arbeit dahin und dann 50 Meter weiter, kostet 150 Euro. Und das macht man dann hin und zurück. Das heißt also 300 Euro, ne, so eine Fahrt. Das ist ja das, ich sage jetzt mal ein Wort, perverse an diesem Job, ne? Man steht dann, denkt ihr, was mache ich jetzt hier? Das ist ja eigentlich total übrig. Auf der anderen Seite sichert das Arbeitsplätze. Je mehr man von diesen Fahrten hat, ne, desto besser ist das natürlich für die Firma und ne, für einen selbst, weil man hat ja dann Berechtigung, da zu arbeiten. Aber das ist manchmal echt komisches Gefühl. Ne? Also das Gefühl, es wird Geld verschwendet? Ja, das schon, ja. Also im Großen und Ganzen schon. Ne? Mhm. Wobei es auch wirklich so ist, die Krankenkassen, die wissen das auch nicht wirklich. Ne? Also das kann ich mir jedenfalls nicht vorstellen, weil es ist ja immer so ein Transport, wird angeordnet von irgendeinem Arzt. Ne? Da muss ja ein Arzt, muss ja so einen Transportschein ausfüllen und dann, naja, und wenn der Arzt das nur macht, dann muss sich die Krankenkasse da ja nachrichten und das auch bezahlen. Ne? Mich aber wundert ist, das ist nur. Ist denn, Entschuldigung, ganz kurz, wenn ich jetzt nochmal ein bisschen weiter frage, ist denn dein Verhältnis zu deinem Beruf nur deswegen gestört, wegen solcher Verschwendungsgeschichten und wegen solcher Gesundheitssystem-Sachen oder hast du auch, ich meine, du erlebst ja wahrscheinlich auch krasse Sachen, ne? Das würde mich wahrscheinlich viel mehr also erschüttern. Ja, das ist eine andere Sache. Also ich denke mir immer, wenn ein was an diesem Job wirklich kaputt macht nach 20 Jahren in diesem Beruf, dann ist das, glaube ich, nicht wirklich diese krassen Sachen, ja, weil das so blöd wie das anderen passiert relativ selten. Also so schwere Unfälle, das kommt ja darauf an, wo man fährt, aber schwere Unfälle, so habe ich zum Beispiel selten erlebt. Mhm. Natürlich kommt sowas vor und man hat auch ab und zu mal einen Toten, aber das ist eher selten und greift mich jetzt nicht so an, sondern ich glaube eher, das, was einen wirklich so fertig macht nach ein paar Jahren, ist halt dieses Tagesgeschäft, wovon ich schon erzählt habe. Ja, ne? Genau. Das ist, glaube ich, viel schlimmer. Also für mich persönlich wäre das, glaube ich, viel schlimmer. Ne? Das andere, da sage ich immer so, wenn man da in so einem Beruf arbeiten will, dann muss man der Mensch für sein. Ne? Das guckt man sich an und wenn man das nicht abkann, dann muss man das lassen. Ne? Mhm. Ja. Ja, ich wollte übrigens nochmal sagen, ich habe hier vorhin schon dreimal die falsche Nummer gewählt und kam dann immer lustigerweise zur Hotline von der Deutschen Post. Die haben jetzt übrigens nicht mehr auf, ne? Die sind nur von 7 bis 20 Uhr. Welche Nummer hast du denn da gewählt? 0800? Ja, du sprichst immer so schnell. Ne? 0880, was hast du? Hast du 01805 gewählt oder was? Oder? 0805 mal die 5 habe ich gewählt, weil du immer so schnell sprichst. Ich habe das ach nicht so. 0805 mal die 5. Aber genau. Ich sag ja 0880 5 mal die 5. Ja, aber das war vorhin so schnell, dass ich das irgendwie nicht verstanden habe. Och nein. Ne? Ja, Mensch. Ja, so ist das. Ja, Mensch. Mein Lieber. Ja. Dann bis bald. Ja. Tschüss. Tschüss. Och Leute, es tut mir leid, ist jetzt so ein bisschen. Ich hab wirklich ein Haar in der Mundhöhle. Es kann auch sein, dass es eins von meinen Haaren ist. Ich war beim Friseur, jetzt habe ich ganz kurze Haare, raspelkurze Haare, wie beim Militär. Und ich hatte vorgestern noch lange Haare. Ich muss mal eben kurz in die WC-Räumlichkeiten gehen und mir einmal das Haar aus dem Mund fischen. Und in der Zwischenzeit gibt's noch einen kleinen Song und dann
gibt's am Ende nochmal das große Feuerwerk hier in der Late Line. Der nächste Anrufer, der hier durchkommt, ist nackt. Wenn ihr das sein wollt, zieht euch aus und ruft an 0880 5x5. Erstmal ein Song, gleich geht's nackt weiter. Ihr hört die Late Line. Mein Name ist Dr. Eckart von Hirschhausen. Es ist 0.44 Uhr. Bremen 4, UFM, das Ding, Enjoy und Sputnik. Das sind die Sender, die voll cool sind, denn diese Sender supporten auch die ultra geile Late Line Live Tour. Die geht in 2 Wochen los. Wir machen nochmal quasi das große Händeschütteln vom Weltuntergang. Die Welt geht ja unter, wie ihr alle wisst, am 21.12. Und wir haben uns überlegt, die 5 Donnerstage vom Weltuntergang, die nutzen wir nochmal gemeinsam. Da komme ich nochmal vorbei und sage nochmal Tschüss. Und ihr könnt nochmal Tschüss sagen und dann liegen wir uns in den Armen und vielleicht kuscheln wir nochmal ein bisschen zusammen und dann können wir beruhigt die Apokalypse abwarten. Am 22.11., am 22. November geht es los in Bremen. Um 23.04 Uhr, ja richtig, um 23.04 Uhr, 2 Stunden lang, wie immer die Late Line, übertragen im Radio und im Fernsehen bei 1+. In der Woche später dann präsentiert von UFM in Frankfurt. Eine Woche später dann am 6.12. Nikolaus, präsentiert von SWR Das Ding in der coolen, angesagten, jugendlichen Hip-Hop-Stadt Baden-Baden. Und am 13.12. dann in Magdeburg in Sachsen-Anhalt, präsentiert von MDR Spörneck. Und um 20.12. um 23.04 Uhr am Maschsee in Hannover, präsentiert von NDR Enjoy, Enjoy the Music. Wow! Der Weltuntergang wird also für mich in Hannover stattfinden. Ein Lebenstraum geht in Erfüllung. 0800 80 5 mal die 5 ist die Telefonnummer. Alle Anrufer, die jetzt durchkommen, sollten nach Möglichkeit nichts anhaben. Ich werde mich jetzt auch mal eben kurz einmal entkleiden, weil wir jetzt die letzten Naked 40 Minutes haben hier, damit wir alle... So, Frank ist in der Leitung. Hallo, Frank. Schläg auf. Hast du dich jetzt auch schon ausgezogen? Ausgezogen? Nee, ja. Noch nicht. Ich war gerade Auto schlecht dabei. Ach so. Das geht natürlich. Kannst du dann rechts ranfahren, um dich dann auszuziehen, dort auszuziehen? Oder? Nee. Ich bin auf dem Weg nach Hause, also von daher... Aber du willst dich auch gar nicht ausziehen vielleicht? Sogar. Nee, nicht wirklich. Schade, ja. Gut. Du kommst aus Leipzig, Frank, du bist 31 Jahre alt. Was ist das? Ja, das ist, stimmt. Stimmt nicht ganz. Leipzig ist meine zweite Wahlheimat, sagen wir es mal so. Was ist deine erste Wahlheimat? Meine erste Wahlheimat ist im Erzgebirge. Schwarzenberger Ecke. Ah, kenne ich. Kennst du? Ja. Du hast eine gestörte Beziehung zu deinem Chef? Ja, wie soll man das sagen? Es gibt jetzt heutzutage kaum noch Chefs, die Rückgrat besitzen. Und ja, das macht zur Arbeit nicht unbedingt jetzt einfacher, würde ich jetzt mal sagen. Was für eine Branche arbeitest du denn? Dienstleistung. Das ist mir ein bisschen zu unkonkret. Etwas konkreter? Konkreter hat was mit Post zu tun. Okay, alles klar. Und dein Chef hat kein Rückgrat, ist das richtig? Ja, ist richtig. Steht nicht zu seinen Entscheidungen. Was heißt das ganz konkret? Hast du mal ein Beispiel, dass wir uns das besser vorstellen können? Ach, ein Beispiel. Einhaltung von gewissen Prozessen, sagen wir es mal so. Das verstehe ich auch nicht. Das ist zu, was heißt ja, das? Es gibt ja Prozesse, Richtlinien, wo man sich dran halten sollte. Oder halten muss. Und dein Chef hält sich selbst nicht dran, aber erwartet von euch, dass ihr euch dran haltet. Es wird sehr flexibel gestaltet immer, also es wurde sehr frei immer gesprochen. Hat es schon irgendwelche Konsequenzen, also geht irgendwas schief oder ist es einfach nur, er hält sich nicht an die Regeln? Naja, es geht immer wieder was schief. Arbeit läuft nicht rund, sagen wir es mal so. Mitarbeiter sind demotiviert. Und hast du das denn schon mal angesprochen, also hast du deinen Chef schon mal darauf angesprochen, dass es nicht so richtig rund läuft? Ja, mehrfach. Nicht nur ich, sondern Kollegen auch, aber naja, wenn man nicht will, will man nicht. Hat keine Konsequenz. Für mich, ich habe meine Konsequenz gezogen, dass ich dort aus der Abteilung dann weg bin und woanders hin bin. Und sehen das denn auch die Vorgesetzten von deinem Chef so, dass da nicht alles rund läuft? Oder, bei denen läuft anscheinend auch nicht alles rund, das ist das Problem. Also da ist es genauso, das durchzieht sich etwas weiter nach oben sogar mit den Rückgratlosen. Meiner Meinung nach, muss ich ja mal sagen, meine persönliche. Sind das denn wirklich so rückgratlos, also sind es wirklich Entscheidungen, die dann wirklich so, ich sag mal, moralische Klarheit bedürfen? Also, ja. Es sind dann nicht einfach nur so, keine Ahnung, es geht nicht nur um irgendwelche merkwürdigen strukturellen Geschichten, internen Betriebsdinge, sondern um richtig wichtige, große Entscheidungen, wie zum Beispiel, keine Ahnung,
Ja, sag mal so ein Beispiel, also ich finde es so unkonkret. Ein Beispiel, ja, aber lass mich schon mal ganz kurz überlegen. Ein Beispiel wäre aus sozialer und strukturell, wie soll ich sagen, schwierig. Ist jetzt schwierig, jetzt auf der Schnelle ein Beispiel zu nennen. Ich sag mal, du kriegst eine Anweisung, dass du das das und das umzusetzen hast, was eigentlich gar nicht realistisch machbar ist. Mhm. Weil man weiß, dass das ganze System überfordert ist. Ja, was arbeitstechnisch zu machen gehen sollte, sagen wir es mal so. Ja, aber du bist jetzt ja dieser Beziehung zu deinem Chef aus dem Weg gegangen, indem du einfach gesagt hast, ich hau jetzt ab und Chef, leck mich am Arsch, ich mache das jetzt alles woanders weiter. Und ändert ja nichts an dem Chefproblem, das ist ja immer noch da. Ja, das ist immer noch da. Das versucht man natürlich, ich bin da ein bisschen penetrant und versuche das dann auch trotzdem noch im Nachhinein noch zu klären und was heißt zu verbessern, aber dass da mal irgendwas passiert. Gab es denn nochmal so richtig Krach, also dass ihr euch mal richtig angeschrien habt oder sowas? Angeschrien, ich versuche mich da mal zurückzuhalten, weil das bringt meist wenig. Hm. Aber mir gegenüber war das schon so, dass man auch gedroht hat und ja, das ist schon dann mal gang und gäbe, dass sowas vorkommt. Wie sahen die Drohungen dann aus? Also du verlierst deinen Job oder? Ja, so in die Richtung ging es dann schon. Nicht so direkt, aber also, sagen wir, die Leute sind ja auch bemüht, dass man da dass die sich nicht kann man nicht sagen, was sich selber dann in Gefahr bringen kann. Mhm. So dumm sind sie dann auch nicht. Vielen Dank für deinen Anruf. Gruß nach Leipzig. Tschüss, auch. Frank. Tschüssi. Tschüssi. Benedikt, 20 Jahre alt aus Bremen. Schönen guten Tag. Na, wie geht's? Mir geht's gut. Und selber? Danke, auch gut. Wo kommst du her aus Bremen? Ich komme aus der Neustadt. Auch aus der Neustadt. Das rufen viele aus der Neustadt an. Viele junge Leute wohnen in der Neustadt. Ist bezahlbar, aber schön, ne? Ja, es geht. Es ist nicht Walle, es ist nicht Gröpeling, ist aber auch nicht so toll wie Schwachhausen. Ne? Ja, aber es ist ein virulentes Viertel, da ist viel los. Ja, es ist alles ganz schön. Unsere Straße alles. Ist vielleicht nicht so schön, aber ist okay. Was nicht so schön? Unsere Straße. Vorhin hat ja schon mal mein WG-Mitbewohner angerufen und hatte gesagt, dass... Das heißt, wir sehen uns auch in Bremen. Du bist einer von den hier vom Klaas. Ja, genau, von Klaas. Ich bin ein Kumpel von Klaas. Ach, ist das schön. Eure Fünfer. Ja, und wir haben aber noch keinen Anruf gekriegt wegen den Karten. Kommt nein, die rufen nach der Sendung an, weil die haben jetzt während der Sendung was zu tun. Die rufen nach der Sendung an. Achso, nee, cool. Wir hatten nämlich vorhin mal so ein bisschen versucht, alle zusammen anzurufen, damit wir auch unbedingt Karten bekommen und dann natürlich auch, um mit dir zu reden. Ja, Benedikt, du hast auch eine gestörte Beziehung, ne? Das ist unsere letzte gestörte Beziehung für heute. Ja. Schieß mal los. Ich habe auch eine gestörte Beziehung zur Telekom. Zur Telekom? Ja, wir hatten ja das Problem mit dem Entertain-Paket und das alles, ist alles nicht ganz so berauschend, aber ist halt... Du hast also exakt das gleiche Problem wie der Klaas vor einer Stunde. Ja, genau, tut mir leid. Dann muss ich ganz kurz mal auflegen und wir sehen uns eh in Bremen nächste Woche. Ja, nächste genau, Woche. Ich freue mich. Denn Dani ist jetzt nackt. Tschüss. Ja. Dani, oh, endlich ist jemand mal nackt, genau wie ich, ey. Ich bin auch, guck hier. Schön. Freier Oberkörper. Nur der Oberkörper? Ja, nee, und ich bin unten. Na, untenrum ist eh immer nackt. Untenrum ist immer nackt. Ach so, ja, okay. Ja. Nee, aber das sieht man nicht in der Webcam, ne? Ich hab geschaut. Nee. Weil ich sitze immer im anderen Studio. Also es gibt, bei Bremen 4 bin ich nicht zu sehen, bei Enjoy bin ich nicht zu sehen, ich bin nicht bei Das Ding zu sehen, bei Sputnik auch nicht und auch nicht bei UFM. Ich hab ein eigenes Studio quasi, was auch öfter mal wechselt und da ist keine Webcam installiert, um die Magie nicht kaputt zu machen. Hast du ein gestörtes Verhältnis zu Webcams an sich oder nur? Bitte? Ob du ein gestörtes Verhältnis zu Webcams an sich hast? Nee, ach Quatsch, also 80% meiner Sexualität findet über Webcams statt. wenn nicht sogar 90-99%. Okay, ja. So genau wollte ich dann doch nicht. Nee, wieso, entschuldige mal, wenn du mich schon so fragst, dann antworte ich auch ehrlich, ist ja klar. Ja, so viel Ehrlichkeit, das habe ich, glaube ich, auch ein gestörtes Verhältnis dazu. Du kommst aus Ulm, nackt in Ulm. Ja. Es gibt schönere Orte zum Nackt drin sein, ne? Also Ulm ist zwar so eine schöne Stadt, Rommelstadt, die große Rommelstadt. Mhm. Auf jeden Fall. Ne? Der ja, große Erwin Rommel hat jetzt vor kurzem hier wieder einen neuen Film rausgebracht. Habe ich gehört, aber nicht gesehen. Wie ist die Stimmung jetzt nach der Rommel-Mania in Ulm? Total toll, glaube ich. Also man findet ihn immer noch geil. Wir machen Rommel-Partys und Rommelplatz. Rommel und Rommeln da so. Und ja. Ja, nee, keine Ahnung. War jetzt nicht so mein Ding. Das ist aber peinlich. Nee, jetzt sind wir beide nackt und wir wissen nichts mit dieser, wir haben jetzt nicht mehr so lange Zeit. Und jetzt sind wir beide, kommen auch nicht so richtig in Stimmung, ne? Weil wir, guck mal, wir sind beide nackt. Wir sind beide jung, wir sind beide nackt. Du kommst aus Ulm, ich bin jetzt zurzeit gerade in Berlin.
Es ist so viel möglich zwischen uns, aber es will nicht so richtig. Jetzt haben wir noch 2 Minuten Zeit, dass es richtig funktioniert. Naja, also bei manchen dauert es nicht mal so lange, also von daher. Ja. Dani, deine Augen sind wie Sterne. Oh, jetzt komme ich aber vielleicht doch ein bisschen in Stimmung. Ja, ich auch. Mit so vielen Komplimenten, schon, ne? Ja, machen wir noch ein bisschen. Dein Mund ist wie ein. Ist wie ein Halbmond. Der Mund ist ein Halb. Dein Mund ist wie ein Halbmond. Halbmond? Ein Mond. Nee. Dein Mund ist aus Diamanten. Ja, okay. Nein, warte, nee. Das geht. Dein Mund ist aus Gold. Nee, auch nicht. Dein Mund ist wie eine Kirsche. So rot. Ja, die rund. Stimmung. Warte. Deine Haut ist wie von Orangen. Nee, schlecht. Nee, warte. Ey, kennen wir uns doch? Haben wir uns schon mal gesehen? Warte. Deine Haare sind so schön wie. Jetzt komm. Gib wie alles. Von einem Pferd. Von einem majestätischen Pferd. Von einem Lipizzaner. Hängst. Nee, ich bin mir jetzt im Moment nicht ganz sicher, wie Lipizzaner aussehen, aber die hören sich nicht sehr sexy an. Warte, ich hab's aber gleich. Bleib noch so leicht auf den Herd nochmal auf 1 geschaltet, innerlich, den Sexualherd. Auf 1, das nochmal Warmhalteplatte. Warte, ganz kurz. Mhm. Du bist so schön wie die zweite von Germany's Next Topmodel. Wieso nur die zweite? Also ich kenne ja, weil die erste Zeit, will man auch nicht sagen, weil die muss dann bei H&M immer irgendwie irgendwelche, bei C&A irgendwelche Filialen eröffnen. Die zweite ist eigentlich die eigentlich coole. Ach so. Ja, dann verstehe ich das. Das ist oder, ein Männerkompliment. Nee, warte, was anderes. Und du bist wie eine gefüllte Paprika. außen, ich hoffe, das ist dein Lieblingsgericht. Außen eine schöne Haut, innen drin Hackfleisch. Nee, auch blöd. Ich weiß nicht, ich bin auch selber jetzt total abgeturnt. Ich zieh mich mal eben wieder an. Ja, rein, also irgendwie glaube ich, wird es auch jetzt langsam echt kalt. So. Vielleicht liegt es auch daran. Zieh schon wieder an. Ja, jetzt habe ich mich selber abgeturnt. Also ich würde dich jetzt ja total gern noch voll anheizen und so. Ja, aber das geht nicht mit diesem Dialekt leider. Du kommst ja aus Ulm. Ja, das hört man gerne. Ja, leider so ein bisschen. Aber ich meine, guck mal, ich kann keine Komplimente, du hast halt diesen Dialekt. Ja, das wir müssen das irgendwie anders machen. Vielleicht probieren wir es nächste Woche nochmal. Oder wir sehen uns, aber ja. Dani, komm doch einfach nach Baden-Baden gefahren, bitte. Baden-Baden? Ja, am 6.12. sind wir nämlich in Baden-Baden mit der Late Line Live Tour und in Baden-Baden haben wir momentan noch zu wenig Gäste. Dann nehmt ihr jeden. Dann nehmt ihr auch die Leute aus Ulm mit dem komischen ja, Akzent. Ja, zur Not auch. Du kannst auch 10 Tickets haben, wenn du willst. 10? Ja, wenn du 10. Also, Freunde habe ich ja nicht mal. Ja, egal, aber vielleicht findest du ja irgendwelche Leute auf dem Autobahnrastplatz oder vielleicht nimmst du bis dahin so sehr zu, dass es quasi, dass du 10 Plätze auf einmal belegen könntest. Das könnte ich schaffen. Cool. Das kriege ich hin. Also Dani, wenn du möchtest, komm, wenn nicht, dann nicht. Ich muss jetzt leider auflegen. Ja, tut mir leid, dass ich die geile Stimmung irgendwie kaputt gemacht habe mit meinem unsensiblen Rumgepansche hier. Mit meinen nee, ist schon gut. Wir versuchen das ein anderes Mal nochmal. Genau. Okay. Aber lieb, dass du es versucht hast. Ja. Ich war auch nackt, wir waren beide nackt, aber es hat nicht sollen sein. Mein Gott. Tschüss, Dani. Schön, dass du angerufen hast, ne? Danke. Ciao. Ciao. Tschüss. Ciao. Das war die Late Line. Sie war chaotisch. Sie war etwas von Müdigkeit geprägt. Aber so ist es nun mal. Das ist nicht immer alles Gold, was glänzt. Manchmal ist es auch bloß Alufolie. Es gibt so einen Ton, der ist so tief, dass Menschen Stuhlgang lassen müssen, wenn man diesen Ton hört. Ich versuche jetzt nochmal in den letzten 30 Sekunden dieser Sendung diesen Ton zu treffen, damit wir alle gemeinsam um 1 Uhr nachts Stuhlgang lassen können. Wir hören uns nächste Woche wieder. Tschüss. Dieser Podcast wurde euch präsentiert von Bring 4. Das Ding. Fritz vom RBB. Enjoy. MDR. Sputnik. 103.7 unser Ding. Und UFM. Für weitere Infos, Themenvorschläge und Feedback, lateline.de.